Ey, ich tu das doch. Ich meine, mach doch, was du willst. Spaß. Nein, ich bin nicht aufgeregt. Ich bin nicht da. Boah, Alter, das ist so asozial hier heute mit den ganzen Kippen und Bier. Hi, herzlich willkommen beim Nostella Feedback Folge 3. Hallo. Heute mit Verstärkung von Robert, der auch in einigen Videos schon zu sehen war. Danke, ich weiß gar nicht welcher. Er hat kein Problem mit Schmerzen. Schnauze auf, fast rein. Es fängt super an. Robert wird den Niveaupegel etwas senken, aber den Unterhaltungswert steigern. Also ist alles cool. Diese Vorverurteilung aufgrund meiner Herkunft. Schön doch. Ja, Mann. Fangt an, jedenfalls. Ja, und du stehst da hinten rum. Ich stehe hinten rum. Die erste Frage ist keine Frage, es ist ein Statement. Und zwar, Remy ist sowas von geil. Ihr seid aber besser. Ah, nee, er hat es gedreht. Peace. Jo, was sagen wir dazu? Okay. Das ist gut. Remy. Ja, Remy ist natürlich sowas von geil. Obwohl ich ja im englischen Part letztes Mal angedeutet habe, dass er sich leicht da verändert hat. Was Kalle ja nicht so schlimm findet, aber ich ein bisschen schade. Und wir sind so geil. Ja, da würde ich sagen, yo, danke. Besser ist, denke ich mal, relativ. Ja, das würde ich auch sagen. Nee, ich weiß nicht, was rede. Nee, also, danke. Aber, was würde ich sagen? Wir sind anders. Anders. Besser würde ich nicht sagen. Anders scheiße, ja. Oder? Anders. Also ich habe das im englischen Part gesagt, falls die Deutschen das nicht mitgehört haben, dass ich das ein bisschen schade finde, dass Remy jetzt so auf übelst Money-Business geht. Ja, ich weiß, du findest das vollkommen in Ordnung. Ich meine, Geld machen und so ist ja auch cool, aber dass er sowas sagt wie retweetet mein Bild 20.000 Mal, dann gibt es erst ein neues Video. Ja. Aber die Frage ist, ob euch das stört, wenn er sowas macht. Mich nicht. Ja, Mann, Maggies Busen, hast du das kommentiert, Alter? Finde ich auf jeden Fall gut. Das ist ja kreativ. Ey, wir haben schon wieder Kopf sich sowas ausdenkt. Wir haben schon wieder diesen Kommentar entfernt hier, Alter. Der kommentiert echt oft, Alter. Q-Bitch feiert rotes sein Julian-Shirt, Alter. Erzähl mal, warum du ein Julian-Shirt anhattest. Kommt nicht später noch eine Frage dazu? Scheißegal, bist du Fanboy? Naja, es ist so. Ihr kennt doch sicherlich alle Kamian TV. Sicherlich. Total. Also Kamian TV. Werbung. Der hat ein 400 Abonnenten Gewinnspiel gemacht. Werbung. Schlag den nicht. Nee, mach das mal nicht. Dann bald dann spuck ich. Nicht schon wieder. Ich bin doch Kanne. Ja. Und Gewinnspiel 400 Abonnenten Special, Kamian TV, und da sollte man Rap machen, Lob-Rap. Da habe ich einen Lob-Rap gemacht, habe aber leider nicht erster Platz gewonnen. Man konnte eine CD gewinnen und ein Poster und ein T-Shirt, und ich habe nur das T-Shirt gewonnen. Und habe ich jetzt nicht wegen Julian, sondern wegen Kamian TV an. Ja, und weil er so tight rhymes. K-A-M-I-J-A-N TV. Alter, hier rotes Arm noch. Fuck the what, Alter. Ohne fuck the what, ja. Fuck the what. Fuck the what, Junge. Da kannst du gleich Werbung für deinen Kanal machen. Ja, da ist das Video hochgeladen. Ich werde es jetzt mal kurz einblenden. Er ist René aka Kamian. An diesen Typen kommt keiner ran. Hasenpupser 2, Alter. Alter, genau. HN-Pupser. Alter, oh, scheiße, Alter. Hasenpupser. Nein, du heißt heute Hasenpupser 2. Alter, in Maiwa kennt euch echt jeder. Ja. Es sind echt viele, aber es hat halt auch viel damit zu tun, dass wir halt auch viele Freunde in Weimar haben. Und zum Beispiel Robert den Spaß. Ja. Und wenn Robert dann. Teile ich mich als Freund, danke. Und wenn Robert so ein Video teilt, dann sehen das immer gleich die ganzen Leute so, und deswegen kennen die uns halt so. Weimar ist halt auch nicht die Riesenstadt, seit kein Berlin, ne? Also wenn uns alle in Weimar kennen, dann eher die Jugend. Die Erwachsenen zum Glück nicht. Ich denke mal, ab 25, 30 ist das eine Änderung. Ja. Hoffentlich. Ja. Also ich finde das auch gut, wie gesagt. Ich will ja nicht permanent erkannt werden. Das ist richtig, wenn wir gerade ein Video drehen wollen. Das sind sehr viele junge Leute. Ja. Also besonders die kleinen Kinder. Heißt die Hauptzielgruppe von YouTube. Wir trinken heute übrigens auch weimarisches Bier, Alter. Eringsdorfer. Gleich wäre es. Support your local Eringsdorfer, Alter. Robert trinkt nicht, der ist verantwortlich. Der kommt aus hier diese erste Runde. Ey, die schaffen auch Arbeitsplätze in Weimar. Durch Fehler. Vorhin zu viel getrunken.
Max Movement, Alter. Freeman Boys. Oder wie man Idioten schreibt. Hallo, sag nicht Idioten, die sind voll cool. Ja, das, ja, ist, aber das ist, glaube ich, so, weil Santi das auch immer macht. Der macht halt auch immer so. Weil die wissen alle, wie wir heißen. Die wissen alle genau, dass wir Nosferatu TV heißen. Aber jedes Mal, wenn Santi das sagt, will er halt keine Promo für uns machen und sagt halt so, ja, Nosferatu oder wie die heißen so, also. Ja, Mann. Obwohl wir genau wissen und obwohl ihr genau wisst, dass der auch genau weiß, wie der heißt. Und deswegen halt. Alle wissen das ziemlich genau. Er Special Artistry. Wenn ein YouTuber euch fragt, der so ähnliche Videos macht wie ihr, also Stunts oder sowas. Ja, was machen wir eigentlich? Ob ihr so ähnliche Videos wie ihr macht, Stunts oder sowas. Ob ihr was zusammen machen wollt, würden wir dann ja sagen. Und welchen? Ja, machen wir erstmal das, Alter. Das zweite. Also Feed praktisch, oder wie? Was? In Featuring oder wie? Ja, oder? Schon. Also prinzipiell ja. Es ist halt, wir kommen halt nicht so oft raus hier aus Weimar und Umgebung. Das sind nur wenn wir halt unsere Compilations machen oder so, dann machen wir halt auch wirklich unsere Compilations. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel nach, was weiß ich, irgendwo hinfahren, wo es halt einen YouTuber gibt, der auch sowas macht, so, und dann würden wir es halt auch in der Stadt auch machen, klar. Hätten auch hier letztes Jahr. Weil die nächste Frage bezieht sich gleich auf die Gamescom. Letztes Jahr wollten wir auch bei dem krassen YouTuber treffen, haben wir auch gesagt, ja, hier, wenn jemand mit uns, wenn ich du wäre, spielen würde, hätten wir natürlich auch gerne mal gemacht. Nicht jetzt, um so battle-mäßig zu machen, sondern einfach just for fun. Jo. Ach so, ja, und welchen Energy trinkt ihr am liebsten? Gar keinen. Bier. Gar keinen. Also, wenn ich viel Geld dabei habe, Rockstar, wenn ich kein Geld dabei habe, Magic Man. Wenn ich kein Geld dabei habe. Es kostet quasi nichts. Alter, Magic Man damals immer, naja, gut. Ich hab hier noch was. Fan-Treffer auf der Gamescom? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ja, wir wissen noch nicht, ob wir da hingehen. Gehen wir da hin? Ich würde gerne. Wann ist die Gamescom? Die ist im August. Ich würde auch gerne. Es hängt jetzt davon ab, was die Masse sagt. Ich würde gerne. Ich würde auch gerne. Aber für mich bleibt wieder kein Platz im Auto. Was Anna wieder mitfahren will. Ich nehme mich auf den Schuss. Wir können mit dem Zug nachfahren, ne? Nee, nicht schon. Ja. Wo ist also prinzipiell, klar, haben wir immer auch sowas Bock. Ja. Aber also im letzten Jahr gab es halt auch mega Stress mit den Tickets und so, dass wir nicht alle Ticket gekriegt haben. Ach ja, das habe ich ganz vergessen. Ja, wer hatte. Nee, er hatte ein Ticket, aber keinen Ausweis oder irgendwie war das doch. Auf jeden Fall gab es Stress mit den Tickets und ich kann mich noch erinnern, dass ich gar keins hatte und dann auf einmal Stifts. Kollegin da gesagt hat, hier, nee und so. Und dann hatte ich doch ein Ticket und ich glaube, das wird dieses Jahr nicht anders werden. Zumal ich auch bis Ende August arbeite und wir sind eh die Organisations. Ja. Gerade echt hin. Ne? Gerade bei der Paris Compilation war es vorher echt genial durchdacht. Ja. Um da nochmal die Anekdote zu erzählen, wir fahren ja wie gesagt mit einem Gasauto und müssen dann immer so auf der Landkarte gucken, wo überhaupt Gastankstellen sind. Und da gab es eine Tankstelle, für die gab es keine Alternative. Hätte die irgendwie, wäre die ausgefallen oder so, wir hätten da einfach da gestanden. Mitten in Frankreich. Ja. In Valenciennes. Und das haben wir dann halt einfach so auf gut Glück durchgezockt. Aber hat ja funktioniert. Also, das Deutsche, die mit einem Gasauto. Frankreich war! Also, ich war auch nicht erinnert, das ist nicht, aber. So, jetzt sind wir unten angekommen, jetzt geht's weiter. Nee, warte, so, ich wollte noch kurz sagen. Sehr lustig war, wo das ist, am Zoll oder so, weil es gibt diese Hauptverkehrsader in Frankreich und wenn man da runterfährt, muss man viel Geld bezahlen, aber wir haben halt überlegt, fahren wir jetzt da runter, um diese eine Ausweichmöglichkeit noch zu nehmen von den Gastankstellen und sind dann da ausgestiegen und haben das Auto durch den Zoll durchgeschoben, um Benzin zu also Gas zu sparen und das hat die Polizei natürlich gesehen, fand das nicht so cool, dann sind die uns hinterhergefahren, aber irgendwie haben sie uns nicht mehr gekriegt oder vielleicht haben sie auch keinen Bock mehr gehabt. Also, ihr habt Gas gegeben und ihr habt nicht mehr. Haben wir euch nicht bekommen. Ja, auch Menupi. Roberts Kommentar von der Seite sind jetzt schon top. So muss das. Lol, die beginnen ein Question Answer und fressen erstmal ordentlich Döner vor der Kamera. Ja, wir haben unseren Döner gerade schon vor dem Feedback gegessen und jetzt sind schon mal Bier angelangt. Deswegen. Nur euch zuliebe. Aber ich habe da ja schon mal geantwortet, Kack auf Professionalität und das finde ich auch eigentlich auch gut so. Das ist ja hier auch nur so, oh, hey, wir lauern mal. Und wem es gefällt, gefällt's und wem nicht, der nicht. Und vielleicht habt ihr danach auch einen Döner gegessen. Ja. Döner ist nämlich immer gut. Bei Munzer. Bei Munzer natürlich. So, einzigartig können wir überspringen. Jetzt habe ich es gesagt. Hey Degel, H-Degel. Jo, ja. Einzigartig. Jo. Bist geil, wir überspringen dich nicht, weil du. Tohu Wabohu 3. Finde ich echt gut, dass du kein Fleisch isst. Ich nehme an, der meint mich. Bin jetzt auch schon seit 4 Wochen Vegetarier. Die Earthlings-Doku hat mich letztendlich dazu gebracht. Letztendlich. Ich habe auf mein Handy gespuckt.
Ja, finde ich auch gut. Zieh durch oder auch nicht, wie du willst. Das, was Robin nicht an Fleisch isst, esse ich an Fleisch. Ja. Also von dir musst du auch schon viele Sprüche in der Schulzeit anhören. Ja, warum auch nicht? Oder also, Frau von der G-Punkt, meine ich, der hat heute einen Clown gefrühstückt. Der isst doch kein Fleisch. Das ist doch. Boah, da hat übrigens vor dem Feedback eine große Pommes gegessen, weil sich gerade hat noch einen Döner hinterher gekratzt. Ey, er hat beides geteilt mit MC. Ja, na klar. Frau, ich denke an die Familie. Um noch eine Anekdote von Frau von der G-Punkt zu erzählen, die hat mal in einer Arbeit gesagt, nachdem sie kontrolliert hat, sie hat als Anmerkungen hat sie jede Menge Haken, Kreuze und Punkte gemacht. Die ganze Klasse musste lachen und sie hat es nicht gerafft. Schau, ist das schön. Wir sind heute sehr, sehr rechtsaffin hier. Was? Feedback. Wie ist immer. Alles nur Spaß? Gas. Gummibär 72, ich habe gleich zwei Fragen. Ja, stellt sie aber nicht, sondern das später. Nach Scarfreund 91. Was haltet ihr von YouTube-Netzwerken und seid ihr in einem? Wir beantworten erstmal die Frage. Nein, wir sind in keinem Netzwerk. Und ja, an sich finde ich Netzwerke nicht schlecht, aber es ist halt echt kacke, wenn dann eins so ein krasses Monopol ist wie Mediakraft. Aber, mein Gott, also so viele kleine YouTuber heulen rum, dass sie keine Aufrufe mehr kriegen. Aber ich meine, wenn gute Videos gemacht werden, kriegen die so oder so Aufrufe. Oder? Ja. Ja. Robert, was hältst du von Netzwerken? Schon mit beschäftigt. Facebook? Ja, Facebook ist ein gutes Netzwerk. Ja, Facebook. YouTube-Netzwerk, genau. YouTube-Netzwerk, keine Ahnung. Wir sind halt da, ne? Ist euer Metier. Ja, nee, wir sind in keinem. Wir haben jetzt das eigene, wo wir wohnen. Ach ja, ja. Wir machen jetzt unser eigenes Netzwerk, genau. Die haben sie einfach alle. Wir haben ja jetzt irgendwie 6 Kanäle mittlerweile oder so. Aber wenn du einen dazu zählst, Lotta Louis, ja gut, dann sind es nochmal mehr. Ja. Wir monopolisieren das Ganze und irgendwann, dann gehört uns einfach alles. Vielleicht darf ich die auch noch mit rein. Ja, was? Genau. Niemand. An alle nochmal, guck mal auf Nostera Forts, das ist ein geiler neuer Kanal. Ja, ist auf jeden Fall. Oh, das ist auch täglich neu. Und innovativ. Und innovativ. Okay. Ah, Gummibär hat jetzt seine Frage. Nee, scheiße, er hatte ja noch eine andere. Würdet ihr auch mal was mit anderen YouTubern machen, zum Beispiel Tollpimp oder Mariechen? Da hast du gerade 2 aufgezählt, die ich natürlich extrem cool fände als Feature, aber es passt halt nicht so von dem, was wir machen und was die machen. Ich stehe voll auf den Tollpimp. Und du stehst voll auf Mariechen. Ich habe ein Autogramm von Tollpimp. Wer steht auf Mariechen? Kalle. Ich, Kalle steht auf Mariechen. Ich stehe auf Mariechen. Sie geil, oder? Ich stehe auf Mariechen, nee, ja, die ist cool auch auf jeden Fall schon. Bio Penis, sagt er noch. Ansonsten haut Gummibär jetzt seine nächste Sache raus. Erstens, welche Stadt wollt ihr noch besuchen? Hab mir, glaube ich, mal erklärt, Amsterdam ist in der Planung. Also ich würde auch mal gerne nach Warschau auf jeden Fall. Warschau? Ach so, ja. Das ist dann 8 Stunden ungefähr. Ja. Amsterdam sind nur 4. Und Rom wäre halt geil, was sind irgendwie 10 oder 11. Und ja, das ist ja wieder sowas. Oh, das ist jetzt schon richtig. Ne? Rom wäre schon ziemlich tight. Das wäre. Ja, was haltet ihr von der Xbox One? Interessiert mich überhaupt nicht, sagt mal was dazu. Mich auch nicht. Herr Rodes? Hast du die Pressekonferenz verfolgt? Nur so ein bisschen. Also, es interessiert mich auch nicht sonderlich. Also, ich wünsche dir nichts Schlechtes, aber ich habe meine Richtung gefunden. Mal sehen, was PS4-mäßig kommt halt. Das wird eher der teilte Schild, man. Kommt noch bald auf der E3, oder? Ja, E3 ist am 10.06. Na, glaube ich. Na, wollen wir mal schauen, was da rauskommt. Und dann. Ach, du bist da eh für PC zu raus. Er versucht jetzt so ganz. Nein, ich bin ja Xbox-mäßig drauf. Du, ja? Ja, durch meinen Cousin und so. Aber ach so. Ja, er hat auch schon gemeint, ja, hier, Xbox One, ich hört schon Scheiße an und so. Ja, und, ja. Also, es war im Vorfeld klar, dass die Konferenz, die sie jetzt gemacht haben, nicht über die Spiele geht. Deswegen finde ich es nicht so toll, dass sie sich drüber aufregen, aber ich finde es mega lustig, wie die sich halt über die Konferenz lustig machen und so. Und mir ist es egal, wenn, dann hole ich mir eben PlayStation 4. Bin dann nur mal treu. Ich hole mir keine Xbox, um im Endeffekt einen Fernseher zu haben. Also, ja, irgendwie. Ja. Das stimmt. Also, keine Ahnung. Ich hole mir nicht meinen Fernseher, um den Fernseher zu haben. Ich habe einen Monitor zu Hause, das reicht. Also, Punkt. Scarfreund 91 meldet sich. Gell? Ja, was eigentlich? Ich habe noch einen Prank-Vorschlag. Wie wäre es mit einem Zug-Prank oder einer Gay-Prank? Zug-Prank nehme ich an. Ja, da geht's ja schon. Zug-Prank meint er bestimmt wegen diesen awkward Train-Situations. Ja, ist auch gut. Aber das 1:1 nachmachen wäre wieder kacke. Gay-Prank gibt es bestimmt auch ein paar, oder?
Kann man noch vielleicht mal machen. Wir haben mit Day nicht so viel am Hut, deswegen. Jan Düster, Waldorfschule. Shit, wie kann man nur auf die Waldorfschule gehen? Wie kann man das? Der Waldorfschüler ist. Das lag. Nicht an dir? Ja. Dann schieben sie auf die anderen. Das sind die anderen schuld. Das ist eine gute Frage. Also an alle, die auch an die, auf die Waldorfschule gehen. Seid zu dumm. Ja, aber ja, in der siebten Klasse. Nee, nee, an sich finde ich Waldorf ganz cool. Also ich war ja auch mal lernt man Waldorf stricken und häkeln, da kann man nicht so tolle Decken machen. Das ist das erste Mal, dass ich Partei für deine Schule ergreife. Und du? Ja, jetzt wo ich es kacke finde. Jetzt auch noch zwei Jahre. Man kann sich Seile flechten und sich dran aufhängen. Robert ist ein guter Mann. Nee, ich war ja mal eine Zeit lang im Waldorf Kindergarten und. Hier haben wir auch schon hier das Material dafür. Ach ja, wir sind jetzt hier. Im Waldorf Haus. Wir sind im Waldorf Haus. Und von daher finden wir auch haufenweise Utensilien, um sich. Die Decke ist auch selbst gemacht, ja. Künstlerisch zu. Die hat die Mama gemacht. Das sieht man gar nicht. Die Decke. Die ist sehr bequem, also. Ja, die können wir am Ende ja nochmal zeigen, die Decke. Ja, die ist. Ich hab mein Handy. So. Okay. Was wollte ich sagen? Ja, Waldorf Kindergarten ist eigentlich ganz cool, ja. Aber so in der Schule, dieses. Ja, wir machen jetzt mal keine Noten und dann so 3 Minuten vor der Angst führen sie dann doch Noten ein, das ist irgendwie... Und sehen. Ja. 3 Minuten vor der Angst ist wirklich gut, gutes... Ja. Ja. Und also vor dem Abitur, ne? Oder ich meine, ich hatte jetzt, ich bin Ende 12 und hatte jetzt wieder die letzte Woche keine Schule, weil wir den Eurythmie-Abschluss gemacht haben. Das ist so Tanzen. Namen tanzen. Das macht man sich... Robert auch immer Eurythmie später. Okay. Gummibär 27, 72 meine ich, entschuldige bitte. Der kommentiert oft, das müsste ich eigentlich wissen. Ach ja, noch eine Frage an mich. Du isst ja kein Fleisch, du bekommst, bekomme ich viele negative Kommentare deswegen. Also im Real Life. Ja, zum Beispiel Spaß. Das ist ja alles so verheuert. Mann, scheiße, was ist denn los? Ja, wir planen jetzt auch dem nächsten Video. Also, ich muss sagen, ich freue mich schon. Also, wir haben nur 1,5 Stunden Akku. Und ja, scheiße. Wir planen im nächsten Video Vegetarier-Hate-Kommentare im Real Life. Und nee, das ist Quatsch. Nee, ich bekomme eigentlich wenig Kommentare außerhalb von Robert in der Schulzeit. Aber sonst sind eigentlich alle zivilisiert genug, um das zu tolerieren. Ich tolerier das doch. Ich meine, mach doch, was du willst. Spaß. Fritz Schweinzer, was soll ich meinen? Nein, nicht gleich. Fritz Schweinzer. Ich kipp mich gleich ein. Nein. Lass raus. Okay, 13, ach du bist auch wieder am Start. Ja. Fast. 13, Jewel oder Joel. Mit einem Puter könnt ihr auch echt coole Sachen anstellen. Guckt euch mal an theputer.com. Da hat Funky Shitter das aber auf jeden Fall richtig gut das wollte ich auch weggekontert, Alter. Ja, vielen. Gibt's schon mehr als oft genug. Wir versuchen ja innovativ zu sein. Mhm. Mr. Tech Difficult Bla ist mega geil. Ich habe mir jetzt auch mal ein paar Videos angeguckt. Ich fand es auch teilweise lustig, aber jetzt nicht so. Ich habe nicht abonniert auf jeden Fall. Na schon wieder unserem Lied. Lead Remark, Alter. Lead Remark, Alter. Der auf sich selber antwortet. So, da ich diese Frage vergessen habe, kommt sie einfach nochmal. Wurde der schon mal von jemandem reingelegt, getrollt, geprankt, reingehitlert oder was auch immer, der euch aus euren Videos erkannt hat? Reingehitlert ist geil, ne? Und nein, ist bis jetzt noch nicht passiert. Ich habe alle Angst. Aber ich würde das, glaube ich, immer machen, wenn ich jemanden... Ich würde das auch definitiv machen dafür. Und weil ihr mehrere Fragen zuverlässig beantwortet werden, wenn sie ihren Antworten gepostet haben. Weshalb denkt ihr darüber nach, Nosterra für Fan-T-Shirts zu machen? Wollt aber keine Fan-Treffen organisieren? Also mit dem Fantreffen haben wir eigentlich erklärt, weil wir so viele Internationale haben, kriegen wir die gar nicht zusammen. T-Shirts kann man in die ganze Welt verschicken, theoretisch. Und ja, also die Shirts... Robin ist einfach zu faul und Spaß auch, ja. Und wie er am Anfang schon meinte, organisationstechnisch ja, ist Robin ein Nieter. Ja. Heute ist alle gegen mich. Zu Recht. Nee, also die Shirts machen wir eigentlich, oder... Haben wir vor, irgendwann zu machen, weil echt extrem viele Leute danach fragen, gerade hier in Weimar. An sich würde ich sagen, ja, hier, scheiß drauf. Ich habe ein eigenes Shirt, das ist cool. Aber kommen wir zur nächsten Frage, die finde ich nämlich schön, weil da lenken wir mal zu Kalle. Who cares, HDX fragt, hat Kalle nur eine Jacke?
Ja, klar. Hast du diese eine Jacke? Ja. Riecht die dementsprechend? Ich rieche leider nicht. Also er hat sie wieder mit drin an und überhaupt. Ich habe auf jeden Fall hier ein Loch. Soll ich mal riechen? Meine Achselhülle. Ich habe heute. Ich habe heute Caribbean irgendwas vor. Ich habe theoretischerweise, also die, das ist richtig so meine Ausgehjacke und so ein Scheiß. Ich habe natürlich ja, noch so ein paar Stoffjacken hier, da zieh mal die zweite raus. Aber es ist alles. Ist eine Jacke drin? Also ich habe. Ist das die, wo du so weiblich drin aussiehst? Dann kann ich gerne mal 18 machen und mach die mal zu. Ja, das ist eine Kajachon-Jacke. Die habe ich früher sehr gefeiert und deswegen habe ich mir das auch noch gekauft. Als die noch nicht so emo. Ja, also wo sie gerade angefangen haben, 2000, was weiß ich. Und man, deswegen ist die Jacke auch so klein, weil als ich das Ding bestellt habe, Alter, war ich ja noch ein bisschen jünger. Das sieht richtig weiblich aus. Das neue Album von Kajachon ist übrigens extrem geil. Und, die sind jetzt nicht mehr so emo Mainstream-Shit. Oder? Keine Ahnung. Immer noch, aber. Ach, du bist jetzt emo. Aber die haben jetzt ganz viele Lieder gecovert und ich finde Cover gerade in dieser Hardcore-Metalcore-Szene richtig geil. Auf jeden Fall, habe ich, theoretischerweise, also ich ziehe die Jacke auf jeden Fall sehr oft an, ja. Die College-Jacke. Die ist aber auch cool, finde ich. Da passe jetzt ich rein, also. Ist er? Hat's schon an? Ja, hat's schon an. Geil, geil. Ging auch. Auf jeden Fall, hatten wir mal eine Fanin hier in Weimar bei uns zu Besuch und die wollte unbedingt diese Jacke haben, also. 50 Euro hat es angeboten. Ja, ja, ich habe eiskalt Nein gesagt. Da sind auch ganz schön viele Schaf drauf. Ja, hat die Spaten vor den Kopf gekriegt. Hat Kalle gesagt, hier, ich habe einen neuen Trick. Nee, Antonina, du bist cool. Ja, Antonina, du bist cool. Mr. Blumenficker. Was, Bucher? Nee, Flicker? Nee, Flicker. Was für ein Fratzenknaller, Alter. Achso, das hat man schon mal, ne? Achso, ja, wir haben euch alle kennengelernt, haben wir schon im letzten. Nee, hatten wir nicht alles. Ich habe mich gesagt, wie wir Daniel kennengelernt haben zum Beispiel. Ach, ich wurde auch erwähnt. Ja, du wurdest auch erwähnt. Das war voll romantisch und so. Oh. Romantisch. No. Es geht. Ist gut. Ja. Ich hab's mir angeguckt. Also Daniel und auch Robert, wir waren seit der 5. Klasse zusammen in einer Klasse. Und so haben wir uns kennengelernt. Was geht denn hier gerade ab, Alter? Kuscheln. Tut doch nicht so. Ich rieche gut unter den Jetzt Achseln. Hast du Robin erzählt. Bist du ein bisschen nass? Ja. Ein bisschen und nass bin ich. Anna kenne ich halt schon seit 1992. Und Ibe auch. Wann bist du geboren? 94. Ja, 95. 95. Ach du Scheiße. Und seitdem kenne ich Anna und Robin. Die sind ja verwandt und wir sind ja quasi auch verwandt. Und ja, quasi ist Stift hat quasi noch. Wir machen ganz verbotenen Inzest. Übelst lecker. Inzest, ein Spiel für die ganze Familie. Oh, ja. Mr. Blumenficker, Alter. Jo. Kommt ihr mal nach Wien? Also theoretisch auch cool, Wien, ne? Wirklich, ja. Aber ist nicht auf on top on of our list. So. Das kann man mal spontan machen, ist nicht weit. Naja, es sind auch 8 Stunden Auto. Echt? Ja. Oder ja. 6. Oh. Ja, stimmt, das kommt dreieinhalb, ey. Später ja, fangen die Shitter responded hier zu irgendjemandem in Englisch. Überhaupt irgendwie. Herr Rodes hat ein Julians Blog T-Shirt an. O Semikolon. Kennt ihr das neue Lied von. The only Lonely Island? Nicht? Yolo oder welche Masse? Achso, das ganz neue, ja. Das war auch geil. Ja. Ziemlich geil. Ja. Es ist halt so ein simples Thema und so genial einfach. Ja, Semikolon. Und so lustig. Er hat ein Dreams Block T-Shirt, haben wir vorhin schon mal geklärt, er hat das gewonnen. Wie heißt Kalle in Wirklichkeit? Spaß. Spaß? Das war damals aber auch meine erste Frage. Und ich habe geschätzt Lukas. Steve. Mein erster Gedanke war Steve. Das ist schon nicht schlecht. Und Steve fand ich ziemlich Rebecca cool. hat gesagt Silvio. Ich finde Silvio. Ich würde sagen, wir belassen es einfach so. Ja. Silvio. Ich habe vor allem dich das letzte Mal beim vollen Namen genannt. Ja, vor allen Dingen. Und hab's nicht zensiert. Bei der Rebecca-Story kommt noch was viel Geileres rum. Weil ich habe gesagt, okay, pass auf, ich gebe dir einen Tipp. Es hat 2 Silben. Und fängt mit S an. Silvio! Das war ziemlich geil, ja. Ja, Mann. Ja, ja. Otzi Schotzi ist schon wieder am Start. Alter, und ich bin hier voll am Stessel, Alter. Mensch, Kalle, Mensch, Otzi Schotzi, Alter. Kauf dir eine Brille, damit du meinen Kombi lesen kannst, Alter. Fick dich, Alter. auf jeden Fall vielen Dank für die ausführliche Antwort zu meiner Religionsfrage. Ich habe jetzt in der Überschrift sogar noch Schamhaar-Geschichte geschafft. Willst du eine Brille kaufen? Du hast das von Edward. Affe, ey. Sogar noch Schamhaar-Geschichten geschafft. Das ist doch mal ein Triumph. Das hab ich so hin. Vielleicht wird mir im Laufe der Woche noch eine weitere 0815-Frage. Bitte. Bitte, Nase. Mach das mal, Schotzi, meine ich. Du kaufst dir eine Brille. Ja, Mann. So, dann kommen ein paar Englische. Iruka LP, er kommentiert auch öfter. Ich wusste doch, dass ich Kalle irgendwoher kenne. Ja.
Woher denn? Ja, vom Fernsehen. Vom Fernsehen. Achso, ja. Yo, The Dark T09 ist am Stissel. Mal wieder, guter Mann, der kommentiert immer. Was machst du hier? Ruka Let's Play habe ich gezüngelt. Was sind eure Lieblingsformate, die ihr regelmäßig auf YouTube guckt? Sowas wie YouTube News oder JBB und so weiter. Was haltet ihr von VBT, JBB? Erstmal das. Jo, also ich gucke natürlich regelmäßig alles, was von Giga so ankommt. Das sind ja regelmäßig. Du bist VBT und JBB und was sag ich dann danach? Wir haben damit ja gar nichts zu tun. So. JBB ist Justin Bieber oder was? Ja. Es ist Justin Bieber Bett. Alle müssen Justin Bieber verhauen. Sorry, falls irgendwie. Lieblingsformate, Alter, ich gucke gar nicht so. Ich gucke halt. Also Formate, Alter, ich kann nur YouTuber sein. Na, Alter, Trashy Trashback guck ich mir schon jedes Mal an. Trashy Trashback. Ich finde das Konzept ziemlich gut, diese YouTube News. Achso, also. Weil ich keinen Bock habe, das selber zu recherchieren und eigentlich immer sehr informative Sachen am Start sind. So. Ja. Das sind zum Beispiel Sachen, die gucke ich immer, dann gucke ich immer. Warte, ich möchte vorher, bevor das Thema wechselt, noch kurz oberflächlich sein. Also wenn ich das anschaue, dann lenkt mich das so ab und macht mich wirr, wie er immer seinen linken Mundwinkel hochzieht. Es geht ja, gar nicht. Ich glaube, die kriegt, der sieht so gruselig aus. Ah, aber du bist ganz, cool. Ja, total cool. Voll toll, Film, Mann. Echt wirklich. Ja, ansonsten sowas halt. Ich finde den gruselig. Ja, halt alle Sachen, die man abonniert hat, so, oder? Also ich gucke mir Amazing Life, gucke ich mir ganz viel an. Ja, hab ich auch. Chemie, alles halt so, Vardegasa sowas und Silvester Vardega. Ja. Ich bin voll out, ich bin die Einzige, die kein Internet hat. Also du guckst Julian Nunes und Walk of the Earth und wie sie alle heißen, aber das sind ja alles, weil sie er fragt nach Lieblingsformaten. Ja, ist scheiße. Also Let's Plays zum Beispiel gucke ich gar nicht, das kann man nochmal sagen. Das, ich weiß nicht. Ja. VBT und JBB, also guck ich. Ja, also VBT gucke ich vor allen Dingen, weil da habe ich mich in den letzten 2 Jahren so relativ viel für interessiert und ich finde das Konzept total geil. Da kommen auch immer übelst viele geile Tracks raus so an sich. Und ich habe auch echt viele von den VBT-Runden einfach nur gedownloadet auf mein Handy gepackt zum Hören. So. Ja, aber was wahrscheinlich extrem viele Menschen machen und beim JBB genau das gleiche. War das Shirt von Herodes Ironie in der letzten Folge oder findest du Julian's Rap echt gut? Also, ich glaube eher zweiteres. Ersteres, scheiße. Ist ja eigentlich auch egal. Ich habe leider das Album nicht gewonnen, also kenne ich Julian's Rap nicht. Na gut, da hat sich die Frage eigentlich schon geklärt, oder? Außer das, was er hochgeladen hat hier, wo er mir den Kopf so schräg macht. Analyse. Ey. Mordred 91 auf jeden Fall, Mann. Der ist es. Ja, wäre verdammt geil, wenn ich beim nächsten Public Viewing gegen Deutschland bin. Das ist von das ist er passiert. Ist er ja indirekt immer, weil er die ganzen Fans gemacht hat. Das ist indirekt aber. Also bei den 1-2 Spielen habe ich auch gewechselt. Robo, da warst du doch auch dabei. Ja. Da habe ich doch immer gewechselt. Habe ich auf der einen Seite für die angefeuert und dann plötzlich für die anderen. Aber das Geile ist, dass die Leute halt echt denken, dass ich total dumm bin, wenn ich dann schreie, gib Ballack den Ball oder so. Oder wer war das? Dieser eine Typ Müller oder so. Lehmann muss rein! Ja, Lehmann muss rein oder wo ist denn der Kahn oder so. Und die denken halt, ich bin wirklich so blöd. Aber das weiß ich dann sogar, dass die längst da nicht mehr am Start sind. Das hatten wir, glaube ich, schon mal in dem ersten Nostera-Feedback, was die Leute über einen denken halt, wenn man irgendwelche Sachen macht. Ja, weil es total oberflächlich ist. Aber so, die haben gerade einen ausgewechselt. Ich weiß nicht, wer es war, hier Müller oder wie die heißen. Und ich feuer halt an, ja, gib dem Müller wieder den Ball. Blutgrätsche! Feuerwerk! Ganze Zeit, ey. Warte. Erst die Knoche, dann der Ball. Das sind alles so geile Sprüche. Die werden dann rausgehauen. Ja, und am Ende kam der Security-Mensch und meinte, hier, mach's ein bisschen ruhiger. Und am Ende hassen mich die Leute dafür, dass sie Stimmung machen. Ja, das ist weil die alle voll verkehrt. Oh, hier Netflix, Alter. Haben die Munzer-Jungs sich noch nicht ein wenig gewundert, was ihr da so lange macht? Nee, wir machen Werbung, Mann. Die haben sich doch gefreut. Die sind einfach geil. Wirklich cool. Ja. Racker-Liable oder so. Wie wär's mit Kiel während der Kieler Woche? Ich hab keine Ahnung, was die Kieler Woche ist. Ich weiß nicht, wann die ist. Eine Woche in Kiel? Weiß ich, wie Kiel ist. Ja, aber wann? Wo ist Kiel? Wo ist Kiel? Ja, Kiel ist am Wasser, oder? Ja. Ich kenne mich nicht bei Kiel gar nicht. Das Wasser ist oben. Mitte oben. V-
Frau K. würde den Kopf abhacken. Beantworten wir die Frage jetzt, oder? Na, keine Ahnung. Die ist wahrscheinlich schon vorbei, während wir das hier auf. Okay, also bestimmt jedes Jahr. Bestimmt so scheiße wie Zwiebelmarkt. Also wahrscheinlich. Nicht wie Zwiebelmarkt. Wahrscheinlich eher nicht, sorry. Okay. Ja, aber hier ist irgendwer zusammen auf jeden Fall. Ja, es ist sind Augen. Ach, hier. Sind Maggie und Herr Rodes eigentlich Freunde zusammen? Oh, also, dann los, jetzt komm. Hat er die Chemotherapie zwischen euch beiden so gekriegt? Die Maggie, ja. Nee, das hat allwissender User 65536 schon gar nicht schlecht geglaubt. Ich weiß nicht, wie du darauf kommt, aber. Da weil ihr nebeneinander sitzt. Ach so, du bist jetzt auch mit Robert zusammen. Ach so, ja. Mein Robby. Ja. Nee, den Robby. Das ist mein bester Freund. Ja, dann lassen wir das mal als Rätsel stehen. Ja. Action-Movies bei Mika. Wir haben nämlich Milka gesagt, weil ich auf mein Handy, was total toll ist, habe ich es nicht erkannt. Mein Handy ist voll geil. Scheiße. Ich habe das irgendwie nicht richtig verstanden. Bist du jetzt mit Anna zusammen? Und PS, ich heiße Mika. Weiter so. Ja, ich habe auch gesagt, dass wir seit über 25 Monaten zusammen sind. Ein Viertelmond-Hundertikes. Ein was? Ein Viertelmond-Hundertikes! Jahrhundert sind 100 Jahre. 100 Monate sind ein Mond-Hundert. Aber ein Viertel davon sind 25. Und das haben wir jetzt. Ein Viertelmond-Hundertikes. Genau. So, wenn das nächste so scheiße ist, ein Kommentar vor. Was machen wir mit Herr Sollen wir vorlesen, Alter? Herr Rodes! Das ist erniedrigend. So, bei welchen hältst du die Schnauze? Das ist erniedrigend. Okay, Videovorschlag. Pfiffo-Videovorschlag. Wie wär's, wenn ihr an einem sonnigen Tag zu einer Person im Schatten geht und dann ihre Frau von Stay in the Light. Ja, okay, können wir gleich. Ich wollte gleich canceln. Weil das machen wir irgendwann anders mal, wenn wir so ein Format haben, wo wir sagen, yo, you won't be doing it. Nein, ich wollte noch was anderes sagen. Make it. Ich finde sowas auch geil, Alter. Make it. Also prinzipiell, klar, wir sagen nicht, nein, wir machen das nicht, aber ich wollte sagen, entweder machen wir das eh beim Trolling Singer, beim nächsten, oder halt im Do-It-Format. Make it. Ja, und zum Abschluss auf demjenigen, der vorliest eine Dillo-Klatsche ins Gesicht. Scheiße, der Dillo. Hast du den mit? Komm, in der Zeit macht hier Herodes schon mal die nächste, Alter. Okay. Winnie und Winnie. Mebt ihr Anime und Manga? Und wenn ja, welche der aus der Dragon Ball? Und ich will echt wissen. Michi hat vorhin. Warte mal kurz. Ich hab Angst. Ach du Pussy. Sei tapfer. Mach jetzt. Sei tapfer. So, ich will die Frage. Oh, aua. Ich nicht. Auch nochmal. Ich will wissen, was Kalle. Jetzt darf ich nochmal vorlesen jetzt. Lass mal hier Winnie und Winnie machen, Alter. Und wenn ja, welche außer Dragon Ball? Und ich will wissen, was Kalle als Haar zum Geburtstag bekommen hat. Ja, das war geil, was er gekriegt hat. Sagenumwobenes Geheimnis. Also ich kann echt sagen, ich. Okay. Das war echt nicht so. Also ich. Das war richtig geil, ey. Ich fand's scheiße. Ja, es war scheiße, aber es war lustig. Auf jeden Fall Anime und Manga. Also ich weiß nicht, ob das. Also, ihr kennt ja bestimmt alle Inuyasha. Klar. Inuyasha ich ist nicht, halt, ich tatsächlich wirklich nicht. Echt, also ich finde Inuyasha richtig geil. Das Problem ist halt, die Dialoge, Monologe und alles, was mit Sprechen dort zu tun hat, ist extrem kindisch. Ja? Die wiederholen da Sachen 10-mal und die weisen auf Sachen, die eigentlich so für jeden normal menschlichen, halbsterblichen Menschen. Arrogantes so, Schwein. So echt, nee, es ist halt echt, also wenn du das mal anguckst, du kennst das nicht, aber die sind halt echt sehr kindlich, die Monologe und Dialoge und alles. Aber ansonsten alles drumherum. Diese Japaner, diese, was ich, wer, die Koreaner, wer sich sowas ausdenken, die sind absolut abgefuckt, die ganzen Leute. Weil sich sowas auszudenken, da finde ich einfach total geil. Ich finde das der, ganz toll, ich habe auch noch was zu sagen. In der Dämonenwelt da einfach irgendwelche Dämonen abzuschlachten und irgendein Juwel zu sammeln, damit die da vollwertige Dämons werden, das finde ich super geil. Dämonen, Entschuldigung. Dämonen. Siemens und so. auf jeden Muss Fall. Dann, gut, guck also im O-Ton, auf Japanisch. Ja, das kommt das noch oder was? Also ich hab das immer. Ja, ja. Und selbst wenn. Ja, auf jeden Fall, ich finde, was finde ich noch geil? Ja, alles dazu, diese ganzen Standardsachen, Pokémon, Digimon hier. Wir hören auf jeder Fahrt, wenn wir irgendwo hinfahren, hören wir immer irgendwelche. Sailor Moon Intros. Ja, also bitte, das Sailor Moon. Du guckst ja heutzutage kein Pokémon mehr. Ja, wenn ich es sehe und es kommt, dann gucke ich das. Aber ich Also bei Pokémon fand ich die Animation immer ziemlich kacke. Die standen immer nur rum und nur der Mund hat sich bewegt. Ja. Die Kamera ist immer so rübergefahren von und das war ich in der Mitte drin, hab ich was gesagt. Bei Robert hat sich der Schwanz bewegt. Ich mag Elfenlied, ich mag Detektiv Conan total. Elfenlied auf jeden Fall, ja. Am besten hat mir aber Death Note gefallen. Das fand ich richtig geil. Ich fand auch One Piece sehr geil. Das habe ich auch nicht geguckt. Das hat aber irgendwie 700 Folgen, da würde ich eh nie gucken wollen. Piece ist auch geil, aber richtig geile Story drumherum, auch wie sich alles aufbaut. Dragon Ball ist noch der Shit.
Auf jeden Fall. Dragon Ball ist ja mal Punkt Nummer 1. Das zählt in der Frage gar nicht, das wird rausgenommen. Das ist trotzdem egal, wir müssen es nochmal einführen. Ja, okay, also, stimmt. Bitte. Also Dragon Ball Z zum Beispiel finde ich auch heute noch gut. Ja. Dragon Ball 1 oder wie man es nennen möchte und GT nicht so, aber Dragon Ball Z ist eigentlich... Das Shit, Junge. Ja, okay. Jo, Anime und Manga, also Manga, so. Ja. Top. Kalle, warum zeigst du bei 23:33 deinen mega absolut heißen Nippel? Was? Das war, ich habe das gelesen, das war das Geburtstagsgeschenk für den einen Typen, das Nachträgliche, weil das Video eigentlich zu spät kam. Dann habe ich ihm gesagt, ich schenke ihm halt einen Nippel. So habe ich mir gedacht, spontan zwischendurch. Das hast du dir im Kopf gedacht, hast aber nicht ausverbalisiert. Ja. Also, genau, alles Gute. Das war das versteckte Geburtstagsgeschenk an dich. Der 16 geworden ist, ne? Ja. Wir merken uns alles. Bagelboller endlich mal wieder. Ich muss es schaffen, wieder hineinzukommen. Deswegen meine überaus intelligente Frage, extra groß geschrieben, dass ihr raussticht. Das zeigt, dass die gestellte Frage intelligent ist. Wo ist bei euch... Eich, die Grenze beim Streichen. Eich ist der Pokémon-Professor. Professor Eich, also nehmen wir uns auf, wenn... Was spielt denn der für Streiche? Professor... Danke für eure Aufmerksamkeit, macht weiter, bleibt... Professor Eich hat zu sich bei sich Kinder eingeladen, hat gesagt, die sollen sich... Hallo! Von seinen Bällen welche aussuchen. Alter! Was? Das ist echt gut, ein lustiger Streich. Das ist echt gut, das finde ich echt gut. Na, Professor Eich. Ich war übrigens geschockt, ich habe als erste Edition die Goldene gezockt und da hieß es dann auf einmal Professor Lind und ich habe gedacht, hey, wer ist denn Professor Lind? Jo, also... Bei solchen Sachen immer die Taste etwas weiter links drücken. Ja, genau. Dann wird die Frage auch Grenzen beantwortet. Grenzen hatten wir aber schon mal beim letzten Nostera-Feedback, halt sowas wie das abgefuckte Religionskacke. Ich hab's immer ganz oft mit Kindern. Wenn Kinder irgendwo sind... Ja, lass mal von den Kindern weggehen und einen abgefuckten Clip machen. Das hab ich schon mal irgendwo gesagt. Ja, dazu Taschentücher im Gesicht. Weil mir geht's nicht um die Kinder. Das sagt Robin sagt immer, die Kinder, die verstehen das eh nicht. Was ja, völlig richtig ist. Genau. Mir geht's halt darum, dass die Eltern dann zu mir kommen, ja, weil die es halt nicht machen, dass die Kinder das eh nicht verstehen. Ja. Also das Ding ist wirklich, wenn wir da mit einem Dildo rumwedeln, ja, die Kinder sehen das, aber denken wirklich einfach nur, es ist ein Schwert, weil die wissen nicht, was ein Dildo ist. Deswegen ist das völlig... Eltern, ja, clever wie die sind, denken natürlich, hier, mein Kind wird total versaut, ja, wenn du mit so einem Dildo rumrennst, was totaler Quatsch ist. Ja. Und ich habe halt immer keinen Bock auf den Stress mit den Eltern. Voll die Soziologen oder was? Geil. Ja. Wir haben das gut analysiert. Mann. Hab dabei Monika B. aufgepasst. Monika B.? Nee, nie. Zu Recht auch nicht. Geil, ich war im letzten Video, sagt Checker Khan. Checker. Was fahrt ihr alle für Autos bzw. Motorräder? Hast du dein Motorrad noch rot? Nein, hab ich verkauft, aber ich hatte eine Ninja. Ich könnte mir Kalle auf einer Ninja gut vorstellen. Also ich habe keinen Motorradführerschein, deswegen. Und ja, ich fahre ab auch selber keine Kalle. Von uns hat keiner ein Auto außer Daniel. Ja, und Führerschein habt halt gerade nur Robert und Kalle. Und wir drei nicht. Ja, ich habe halt auch mal... Ich habe mein Fahrrad. Mein Bundesfreiwilligendienst gemacht als Essen-Ausfahrer und so. Oder stand's auch immer, hab immer Geschenke gekriegt von den alten Menschen, das war echt also immer so also nett ging, war. Also die war also, warte mal, wie war das mit der einen? Die ist irgendwie nackt gewesen und umgefallen oder erzähl mal die Geschichte, die war noch. Soll ich es wirklich erzählen? Ja. Ich war halt einmal in so einem Haus drin und dann kam auf einmal ganz aufgelöst eine Frau aus dem oberen Stockwerk zu mir. Ja. Entschuldigen Sie, oh, ist eine ältere Frau, die Frau, weiß ich nicht, wie die hieß, und so, die ist umgefallen, dann können Sie mir mal bitte helfen. Und da musste ich echt eine nackte alte Frau, Nein, überhaupt nicht. Aber die musste ich halt dann echt da oben in dem Zimmer rumtragen, so ganz so und so. Und dahinter hat mir mein Chef gesagt, nee, Junge, das darfst du nicht machen, weil du lief aus Essen aus und so, kannst du dir nicht irgendwelche Frauen anfassen und so. So spricht man eben nicht. Aber Alter, ich musste dir helfen, weil die war ganz... Ja, ja. Also die Frage im Endeffekt an Daniel und mich oder wie? Ich meine, gut, ich bin jetzt erste Mal dabei. Du bist ein Spaß. Spaß! Ja, na ja. Der Daniel fährt ja immer von seinem Papa hier. Der hat auch kein eigenes Auto, ja. Wenn er halt mal hier ist oder hier. Der nimmt immer die Hure, mit dem fährt irgendwie jeder, ja, habe ich gehört, mit dem Auto. Aber das ist echt geil, weil das so billig fährt. Also ich hatte halt mal eine Ninja, wie du auch schon geschrieben hast, hatte ich mal. Echt, ja? Mit 250 Euro habe ich schon verkauft. Großes Motorrad darf ich jetzt fahren. Du willst mit irgendeiner Hitlermaschine irgendwie dir die kaufen und dann irgendwie in 2 Stunden nach Paris fahren zum Frühstück vor der Schule. Natürlich, einfach mal hier so, weißt du, ich meine, wie viel sind es? 3 Kilometer? Ja. Stunde bis da. Nee, Auto, ich fahre ein A3. Aber sonst, ja. Mr. Killerseife, der wieder mal kommentiert, guter Mann. Um das Niveau mal zu senken, hier mal eine passende Frage. Welche Körbchengröße hat Maggie? Herr Rodes! Welche Körbchengröße hat deine Freundin? Notfallsgröße. Ey, das war jetzt unangebracht. Du hast gesagt, deine Freundin. Können wir sie mal anrufen im Notfall?
Vielleicht eine Freundin dann. Ja, warum nicht? Beschreib. Welche Körbchengröße hat denn unsere Freundin? Hast du meine Nummer? Jetzt, ich weiß, schreib mal sie halt an, Alter. Weil deine Freundin interessiert jetzt. Ruf sie mal an. Mach mal Live-Schalter. Ja, wir haben nicht so viel Zeit, dass das wir haben, Alter. Mach einfach mal. Egal, der nächste kommt. Schreib mal, musst du ein bisschen näher an die Kamera wegen. Ja, mach das mal weiter. Ja, mach du ruhig. Ja, lesen meine ich. Achso, ja, das können wir auch. Hier, Geno Elch. Geiler Typ, geiler Name. Was? Habt ihr eigentlich in irgendeiner Weise Vorbilder oder Idole, besonders an Kalle wegen seiner Schauspielerei, beziehungsweise welche waren es in eurer Kindheit? Pimmelt noch eine Runde rum, Leute. Nein, pimmelt nicht rum, vergiss es. Vorbilder, ja, wie gesagt, hab ich ja beim letzten Mal schon gesagt, Remy finde ich geil. Aber nicht Vorbild oder Idol, also das ist immer so. Doch, bei mir schon. Also naja, bei mir schon. Also wirklich was Idol ist, dass man das so nachlebt. Und also, ja, ja. Also, ja, gut. Also habe ich auch wieder... Das wird dann immer leicht, oh, das ist mein Idol, das wird dann gleich so ein bisschen... Also ich fand dich in der Kindheit ziemlich cool. Ich also immer so cool sein wie du. Remy ist halt, ich habe auch nicht viele Vorbilder, das ist das Ding, oder Idole. Also Remy ist wirklich eins von denen. Und das auch wirklich nur, weil das so ein geiler Typ ist und der sein Leben halt so lebt, wie er Bock hat und einfach total lustig drauf ist. In der Schauspielerei jetzt ist es so, dass du dir halt echt von so habe ich das gelernt. Als ich noch klein war, so 2007, als ich angefangen habe, fand ich mich, wenn ich da jetzt zurückgucke, fand ich mich richtig scheiße so. Aber du arbeitest halt so mit Leuten zusammen, die es halt übelst drauf haben und von denen gucke ich mir halt voll was ab. So Dominik Horwitz, ne? Unser all-favorite Schauspieler, so, das ist echt ein cooler Typ und von dem habe ich mir sau viele Sachen abgeguckt. So. Also wegen Schauspielerei. Musst du, glaube ich, in der Sache auch machen. Oh, die hat so. Das Handy aus. Hey. Wir sagen jetzt einfach mal, sie hat Doppel-D oder sowas. Und Kindheit. Hat so irgendwelche Vorbilder in der Kindheit, Mann? Hat man dauernd Vorbilder und Idole halt in der Kindheit? Ja, aber Vorbilder, Alter. Also ich finde Leute cool. Ich finde zum Beispiel Jackie Chan ist so einer der geilsten Personen auf dieser Welt, aber ich würde nie sagen, das ist mein Idol. Weißt du? Aber das ist halt einfach, das ist ein geiler Typ. Oder? Jackie Chan ist ein geiler Typ. Ja. Auf jeden Fall. Auch wenn er einen kleinen Penis hat. Naja, kann er nichts für. Ja, dafür hat er riesen Eier, Mann. Toll, das macht's auch nicht gut. Das kann nur einer beurteilen, ob das. Ja, stell dir das mal bildlich vor. Kleinen Penis, aber riesen Eier. So. Das muss ich Robert nicht bildlich vorstellen. Das sieht er ja jeden Abend. So. Ja. Bei dir oder was? Ja. Silk Haas auf dem Kopf. Wie lange isst das Mädchen den Döner? Also sein ist damit gemeint, weil es ein S hat. Ja. Also ich muss sagen, außer Anna isst jedes Mädchen, was ich kenne, Döner so langsam. Lina zum Beispiel auch. Jo. Also. Das hier oder was? Ja. Was haltet ihr von Julens Vlog? Executive HD. Jo. Ich finde cool. Ohne Scheiß. Er macht halt Witze über anderen. An dieser Stelle wieder Witze wieder eingeblendet. Wir machen wieder Promo für Herr Rotes Armloch. Ich hab ihm mal ein Diss eingeschickt. Julien, ich muss dich beseitigen. Genau nicht. Das kann keiner von euch bestreiten. Oder wie? Julien, ich muss dich bekriegen. Genau das werde ich. Nur wer kämpft, der kann siegen. Hat es leider nicht genommen. Schade, ne? Ich hab's halt schon mal gesagt. Wir haben halt so viele deutsche YouTuber, die auf dieser netten Schiene fahren. Und ich find's cool, dass das einer geschafft hat, ohne fremde Hilfe. Ja. Mit diesem, auch wenn es Assi ist, auch wenn er von echt vielen, ich sag mal, Kids gefeiert wird, finde ich es trotzdem cool, dass das so einer wieder geschafft hat. So. Also ich finde ihn voll korrekt so. Auch wenn er halt sehr eigensinnig ist, voll arrogant und eigensinnig ist, aber trotzdem. Ja, also es ist nicht alles gut, was er macht so und er ist halt manchmal einfach nur stumpf, provokativ und so, aber ich finde halt besonders gut, dass er wirklich groß geworden ist, ohne dieses, oh, abonniert mich und fügt das zu euren Favoriten hinzu und gebt mir einen Daumen und teilt mich auf Facebook, bla bla bla, das hat er halt nicht gemacht. Nee, klar, er hat auch gesagt, er wird nie Partner und hat das jetzt, aber mein Gott. Das vielleicht ein bisschen, ne? Aber also wirklich, dafür finde ich das echt cool, dass er so hochgekommen ist, ohne dieses rumgearschkrieche, hey, helft uns. Na, Robin, zeig noch mal einen Trick. Was? Gut! ja, wo ist er denn? Lasst uns das Penisspiel spielen. Penis, stell dir vor, ich schreie das gerade. Lassen einfach Robert jetzt einmal Penis spielen und dann ist das Spiel vorbei. Ja. Penis schreien. Penis! Also, ich krieg's laut. Los, komm. Warum bist du Brody? Was denn? Frau Penis. Frau Penis, wo trägt denn Penis? Penis! Vielleicht, das Penis! Komm.
kann da mal eine kleine Story erzählen. Ich war ja mit den zwei hier im Physikunterricht und da war dieses Penisspiel gerade sehr beliebt. Und ich habe halt angefangen mit einem Banknachbarn von mir und gesagt, so, ey, kennst du Penisspiel? Penis. Und alle so zwischendurch so auch eine Bank weiter und so Penis. Und zwischendurch, also Robin sitzt so zwei Reihen weiter hinten so und ganz, der Lehrer erzählt, ja, hier bla bla bla, Korrelationskraft und was nicht, und dann auf einmal lehnt sich Robin so und alle so, Penis, und Robin, Penis! Und der Lehrer sagt, du, ja, das ist der falsche Unterricht, mein Junge. Aber richtig geil, da habe ich wirklich alles gegeben. Ich habe bestimmt geschlafen gemacht. Ja, du hast immer geschlafen. Dann hatte ich hier so einen roten Punkt, weil auf der Tischplatte lag die ganze Stunde über. Gibt's auch ein sehr gutes Foto, weil Robin, also man muss sich vorstellen, der Physikraum waren 6 Reihen, also 6 Tischreihen und die ersten 2 waren komplett voll mit Schülern. Streber, Kalle zum Beispiel. In der dritten Reihe saß nur Robin und in der 5. Reihe saß nur ich in der 2. Reihe. Das war schon geil. Wir saßen dann auch direkt hintereinander. Haben uns mal geneckt und geliebt. Und ich habe dann diverse Fotos entdeckt, wo Robin mich von vorne fotografiert und mich einfach so auf der Bank lag. Nee, aber was ihr mal machen müsst, wenn jemand vor euch sitzt, schiebt ihm mal ein Lineal unter den Arsch, so zwischen Stuhl und Arsch. In 90% der Fällen wird er übelst hochschrecken, weil das so ekelhaft ist. Das Gefühl, macht das mal, ist richtig lustig. Ich wollte das nur anmerken. LLY-Channel. Ich habe irgendwie das Gefühl, Watch Dogs zu kaufen. Komisch. Wieso das denn? Watch Dogs, kauf die Watch Dogs. Das neue Watch Dogs, das kommt raus. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs. Die Grafik wird ein Grafikschmaus. Weil das Lied so geil ist. Ja, genau. Ich habe dieses 1000 Aufrufe. Das ist ein Earcatcher, sagt er. Ja, ja. Nein, hier meine Frage. Was sind und waren eure Lieblingsspiele? Oh, jetzt geht's los. Da gehen wir da rein nach durch oder was? Soll ich anfangen? Ja. Lieblingsspiele? Call of Duty? Oh. Also, ich meine, halt, kannst du einfach nicht spielen. Du musst einfach raus, ja? Ich spiele seit dem ersten Teil, ja? Erster, dann. Die ersten 2 habe ich auch noch gespielt. Ja, und dann. Ich meine, ich habe schon damals übrigens gekonnt, dass der dritte nicht kam. Ja? Nur für scheiß PlayStation, aber wäre ich schlecht. Aber jedenfalls, 4. Teil habe ich richtig gefeiert, auch immer noch, weil einfach nur der Beste. Und halt gut, ja, es wurde halt, sag ich mal, wirklich immer ein bisschen flacher, ein bisschen schlechter, ein bisschen, naja. Es ging halt immer noch, aber trotzdem, der 4. Teil bleibt epic shit forever. Ja. Forever, ja. Ich meine, ich will es ja auch nicht prinzipiell haten. Es war jetzt auch nur dieses Klischee. Ja, wie gesagt, feier ich richtig. Aber ich habe die Story von Modern Warfare 2 auf der PlayStation angefangen, hat keinen Bock mehr. Also es ist echt nicht für mich. Also ich habe die Singleplayer alle einmal durchgespielt, aber ja, ich spiele mehr Multiplayer und da gibt's werd dann immer gehatet von dem scheiß Cheater. Aber naja. Du bist einfach halt so gut. Holst du aber welche Top-Listen? Seit, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie lange. Holst du noch irgendwelche Top-Listen oder? Nee, wir haben doch die ganze Community zerstört mit ihrem neuen Server. Scheiß, Bitch, Müll, Dreck. Deswegen ist das eher abfuckt. Die geilste Community war einfach nur damals noch in der Call of Duty 4, wo es noch richtig scharf geht. So, der nächste bitte. Ja. Da wurde es. Meine Lieblingsspiele-Serien sind Zelda, langweilig. Command & Conquer, Anno, die Tycoon-Spiele. Ja. Und Dune 2 und Stan. Dune 2. Dune 2 ist auch noch geil. Das zählt noch zu Command & Conquer gewisserweise. Also so von der Art und Weise her. Ist es nicht, aber ist von den Entwicklern. Und jetzt habe ich bestimmt noch eins vergessen. Du weißt Mario. Es doch. Mario nicht. Mario? Nein, nicht Mario. Ich find die Zelda-Reihe ist echt überschätzt. Du bist jetzt nicht langweilig. Ja. Dann ist Kalle dran. Ich mag die auch, ich mochte die auch als noch nicht überschätzt. Stark war. Hatet mich. Ich hab, was gibt's noch Spiele? Ja, Keiner Left 4 Dead? Left 4 Dead, aber ich hab ganz, ganz viel Tony Hawk's Pro Skater 3 gesucht und da bin ich auch richtig gut dabei, so fett in der Szene drin. So. Und schöne Grüße nach Israel zu meinem beliebten Hausjuden, Elias der Hausjude. Hier, Elias der Hausjude. Der ist nämlich gerade in Israel, der wurde nämlich wieder nach Hause geschickt von den bösen Behörden. Ich bin absolut Fallout 3 Fan und Fallout New Vegas ist absolut das Beste überhaupt. Skyrim fand ich auch sehr cool und zuletzt hat mich Bioshock richtig angemacht. Wirklich Infinite. Richtig, cool. Richtig an, auch Bioshock ich 3 scheiße. Fand mich richtig, ich fand ich übelst geil, sehr ruhig. Spaß, Junge! Du hast nichts zu sagen, Bioshock! Das war richtig, richtig gut. Ich find's auch nicht so. Und das habe ich alles nur wegen Tobi von Giga gespielt, weil der mir das so heiß geredet hat. Yeah. Scheiße, ist echt Tobias gut. Tobias Man. Ich fand auch hier dein Zombie-Scheiß. Was war's? Nein!
Ich komme nicht drauf hier mit den Episoden, bla. Ach Scheiße. So, The Walking Dead. Ja, meine ich. Fand ich auch okay. War cool. Überlegst du bitte. Ich? Schon mal noch nicht fertig, ey. Ja, meine Lieblingsspiele, die wechseln sich immer so ab. Also ganz oben sind auf jeden Fall GTA San Andreas, Half-Life 2 und Metal Gear Solid 3. Wenn sich eins nehmen müsste, dann... Meine Stimme verkackt's gerade. Rede mit verkackter Stimme, das kommt. Ich mag auch Burnout Revenge. Ah, okay, ich glaube, ich hab's wieder. Alter, was geht denn da? Left 4 Dead hat mir auch Spaß gemacht. Aber ich hab auch nicht gecheatet. Aber Lieblingsspiele, oder? Nee, aber hat echt noch nicht. Was geht denn da? Ja, wenn ich mich für eins entscheiden müsste, dann wäre das wahrscheinlich GTA, San Andreas. Final Fantasy hast du doch auch so. Ja, oder? Du hast geweint, gell? Final Fantasy, da hab ich am Ende geweint, ja. Bei Metal Gear Solid 3 aber auch. Oh. Und ja, ansonsten... Ich war jedes Mal, wenn ich einen abknall, ja. Willst du mit reinkommen? So. Kannst du auf meinen Schoß? Ja, ja. Also GTA San Andreas ist einfach das geilste Spiel. Na gut, weil das ist halt die Verkörperung, das ist ein Spiel. Du hast einen Sackkasten und spielst halt wirklich. Metal Gear Solid 3 zum Beispiel ist dann schon eher ein interaktiver Film. Aber hat einen knackigen für mich jedenfalls. Ja. Okay. Ja, also ich gehe selbstverständlich, deshalb habe ich es nicht genannt. Jo, wir müssen mal, Alter, wir haben gerade mal über die Hälfte, Alter. Wir sind echt schlecht dabei, Alter. Nee, wir sind gut dabei. Ach, scheiß drauf. Leute, ich hab noch irgendwo, hier, da ist ein Brennnesseltee. 13 CSI KO 38. Ich fand's nett, wenn ihr diese Vlog auch als solche kennzeichnet. Freue mich immer, wenn ich Videos von euch sehe, weil ich denke, es sind neue Pranks. Diese Videos sind noch ganz witzig, aber ich freue mich hierauf nicht so sehr wie auf die richtigen Videos. Ja, das Ding ist, deshalb steht auch Nostra Feedback im Titel. Ja, das Ding ist halt, wir liken halt mit dem, also ich glaube Robin macht das ja alles, der liked auch manchmal mit dem Channel, mit dem Hauptchannel, Videos von anderen Channels, zum Beispiel von diesem Nostera-Fakt und diesem Scheiß. Und dadurch sieht es halt so aus, als hätten wir es hochgeladen. Also wenn du ein bisschen mehr auf YouTube unterwegs bist, siehst du das halt. Das sind immer nur Likes, das steht dann noch irgendwo hier, das und das hat der und der geliked. Wo und steht so. Das? Und irgendwo bei YouTube. Auf jeden Fall sieht man ja, wenn da steht, Borderline Nostrafo bzw. Nostrafo TV hat hochgeladen. Dann ist das wahrscheinlich ein neuer Prank. Zumal ja Robin das schon so gekennzeichnet hat, dass bei den ganzen krassen Pranks immer so ein roter Rand drumherum ist. Und bei dem zweiten Kanal ist es ein roter Rand. Genau. Außerdem steht ganz am Ende immer Nostra Feedback bei solchen Videos dahinter. Also du musst ja die Videos nicht anklicken. Hast du aber, wenn du das gerade hier hörst. Genau, das machst du ja. Das hat dir Kalle zum Geburtstag geschenkt. Also für mich war das übelst krass, denn ich habe gedrückt und dann war das da drin und dann habe ich gewackelt und hast du das richtig gemerkt, dann habe ich das zugemacht und habe ich es Kalle geschenkt. Ja, oh Mann, hier ist auf jeden Fall ziemlich geil. Wieder King Kong Kalle am Start, Alter. Den will ich gar nicht vorlesen, ich mag den eigentlich gar nicht mehr. Also, King Kong Kalle, lieber Robin, du musst das Kalle unbedingt... Du musst das, okay, ich find's gut, dass du sagst, er muss es mir unbedingt sagen, weil ich es ja nicht selber lese, Alter. Dass das mit dem Klugscheißer wirklich nur ironisch ist. Ja, das sagst du jetzt, Alter, ne? Spaß. Ja, ich hab ein bisschen Klugscheißer. Und da sag mal, du bist ein Spaß. Du sollst dich immer so viel Klugscheißer. Und Robin hat immer recht. Das stimmt. Ich finde euch beiden wirklich am coolsten. PS, lieber Kalle, ich hab dich auch lieb. Oh. Ja, wir wissen ja. Das ist ja nett, aber sag das nicht. Die anderen sind mindestens genauso cool wie wir. Ja, Robo das dreimal so cool. Das stimmt. Ja, das wissen wir auch. Das Konzept von diesem Nostra Feedback ist ja eigentlich darauf ausgelegt, zu klugscheißen. Es soll hier, auch wenn es vielleicht ein bisschen als Entertainment empfunden wird, eigentlich geht es ja nur darum, Informationen zu übermitteln. Und deswegen habe ich gerade schon wieder geklugscheißt und. Geklugschissen. Jo, Mann. Schon wieder. Nee, Hodorn, Alter. Hot null Ohren. Hotten Ohren. Hoden. Hoden. Heißt überhaupt nicht Hoden, Alter. Heil den Pastafaris, Alter. Ja. Bist du wieder nicht. Ich kenne nur die Rastafaris, Alter. Ich kenne nur die Rastafaris. Ist das gleiche mit Nudeln oder was, Alter? Beim nächsten Kommentar musst du ganz oben anfangen. Ja. Yo, die Berlin Twins. Erstmal fette Greets raus. Also ich habe das Rangel-Video echt sehr gefeiert. Ohne Scheiß, in diesem Kaufhaus. Fand ich sehr lustig. Ja, ich fand das geil, Alter. Wie die immer auf die Securities drauf sind. So. Ich fand das cool, Alter. Ich fand es ein bisschen zu schlimm. Bist du dann mit Doppel-T? Okay, ihr wollt Kritik, ihr bekommt Kritik. Erstens, was würdet ihr nicht machen? Wie kann etwas muslimisch grenzwertig sein, wenn es auch Parodien auf sämtliche andere religiöse historische Figuren, Gott, Hitler etc. gibt? Robin? Also das haben wir ja eigentlich ausführlich erklärt, oder? Doch. Du schüttelst mit dem Kopf. Es geht... Er hat nur mit dem Dill. Das war bei uns ein Beispiel wegen den Reaktionen der Leute. Ich meine,
wenn da wirklich im schlimmsten Fall irgendein Bombensicherungskommando anrückt oder so, dann selbst wenn die Reaktionen top sind, dann finde ich das nicht mehr lustig. Dann ist es einfach. Und ja, teuer. Und das ist halt das Problem, dass die Leute da so panisch sind, dass sie sofort, oh Gott, hier das Allerschlimmste, davon ausgehen, weil die einfach so darauf fixiert sind, dass hier übelst die Scheiße am Dampfen ist. Gut, ich hab's noch. Jo. Du weißt, was ich meine. Ja, klar, ich habe auch irgendwie gar keinen Bock, irgendwie. Ich meine, Hitler hatten wir ja schon mal irgendwie. Hitler hatten wir mal in Ask 2. Haben wir auch Kategorie. Oh Gott, ja. Hitler wird übrigens mit einem T geschrieben. Ja. Ja. Passiert, also auf jeden Fall. Gott und Hitler beide mit Doppel-T. Ja. Ich dachte, ich darf deinen Gott verunglücken. Ja, wir machen, ja. Ja. Du hast euch alles gesagt. So. Zweite, wieso kein Fantreffen? Etwa wegen der Angst davor, selber geprankt zu werden? Haben wir ja selber gesagt. Also, fänden die schon. Fände lustig. Ja, fände ich auch lustig auf jeden Fall. Aber warum kein Fantreffen, habe ich jetzt schon erklärt. Also. Ich hätte gern ein Treffen mit Leuten aus der ganzen Welt. Das wäre mega geil, aber die kriegst du nicht zusammen. Und drittens, ist es nicht paradox, gegen Kapitalismus zu sein, obwohl das man selbst gesagt, YouTube... warte doch erstmal, lass das aussehen, Alter. Obwohl, ich habe das vielleicht ein bisschen so, ist ja auch egal. Obwohl man selbst YouTube-Partner ist. Also, was halt das Ding ist, wir sind eine Crew. Also, wir sind hier nicht wie heißt das Ding mit K, Alter? Eine Clique. Nee, Alter, bin ich behindert? Wie heißt denn das Wort? Mit K? Kalle. Code-Kommando. Wir sind nicht ein Kalle, ja? Nein, wir sind eine Crew. Und jeder in der Crew hat eine andere Meinung so dazu, weißt du? Und, wie heißt das mit K? Crew? Robin? du bist so raus. Ich zum Beispiel finde dieses... Das ist mit K. Ah ja, Crew. Ich zum Beispiel finde dieses Kapitalismus-Ding geiler als der Rest der Crew zum Beispiel. Ja. Geiler. Naja, Alter, also nochmal, wir haben nie gesagt, kann ich mich nicht erinnern, du auch nicht, dass wir Kapitalismus an sich scheiße finden oder gegen das. Also ich weiß, dass Kapitalismus nicht gut unbedingt für den Menschen an sich ist. Ich weiß, dass es keine Alternative, keine wirkliche gibt bis jetzt zum Kapitalismus. Also muss man wohl damit leben und sich damit arrangieren. Das ist nun mal so. Das ist scheiße, aber... Wenn man es jetzt vorher so irgendwo braucht, man Platz nicht einnehmen. Ich muss da rüberkommen. Ja, setze dich. Ich habe gerade den Monolog gehalten. Ich weiß, Hinter eine B, kennst du dich? Erzähl mal weiter. Ja, also deswegen sage ich, solange man keine vernünftige Alternative zum Kapitalismus anbieten kann, sollte man da nicht so sehr dran rumhaten. Um mich mal der Internetsprache zu bedienen. Weil da immer so viele so prompt dabei sind, Kapitalismus scheiße, aber es muss halt irgendwas, irgendein System muss es immer geben. Und Anarchie ist, glaube ich, nicht so die Alternative. Das geht auf Dauer nicht gut. Noch was, wer behauptet, dass X Geld geil ist, wenn X zum Abonnieren, Twittern, Teilen aufruft? Größere Reichweite, mehr Menschen zum Lachen bringen, das wäre auch eine Legitimation. Finden nicht Unterstellungen ihren Ursprung im fehlenden Diskurs desjenigen, der besagte Unterstellung behauptet. Ich komme mir vor wie wenig Unterricht. Hey, aber Robert klingt sich aus. Das finde ich echt gut. Was? Weil da kommt zum einen auch dieses Ding zur Sprache, dass wir gesagt haben, wir sind eine Crew und jeder hat da andere Meinung, weil ich da bestimmt eine andere Meinung zu habe als Robin oder so. Und ja, aber der Satz ist doch Quatsch. Der Satz besagt doch, ich habe den jetzt noch nicht so... Aber dem Satz besagt es doch, wenn man was kritisiert hat, heißt das automatisch, dass man es selber irgendwie auch da Leichen im Keller hat. Nein, weil es geht auch darum, dass nur weil die zum Abonnieren und so und aufrufen, geldgeil sind. Das sind eigentlich nur Definitionsfragen. Also ob es nun darum geht, dass sie dazu aufrufen, um eine größere Reichweite zu haben oder um mehr Geld zu verdienen, das ist eigentlich nur eine Frage der Definition, finde ich. Geldgeil an sich, also let's face it, keiner von uns sagt nein, wenn er irgendwie 100 Euro geschenkt kriegen würde. So. Also geldgeil ist halt an sich ein ziemlich behindertes Wort, finde ich. Was ich bei Remy kritisiert habe, ich glaube darum geht es, ist, dass er dieses wirklich Aufruf hat, ja hier 20.000 Mal retweeten und so. Das ist halt wirklich so dieses künstlich herbeigeführte, dass ich meine, er kann es gerne machen, aber ja, ich finde es halt nicht sexy. Wollte ich gerade sagen, wo wir beim Thema sind, weil ich finde das völlig in Ordnung so. Ja. So, aber dann doch dieser Satz, also die Unterstellungen haben im Ursprung, in dem vom Unterstellen. Aber er hat richtig geile Sachen. Du hast Unterstellen in Anführungsstrichen geschrieben, was richtig clever war, Alter. Ja. Weil Goldwagen musst du. Genau, das wollte ich gerade sagen. Alter. Nee, weil Goldwagen musst du immer alles in die Goldwagen. Und Scheiß, also wenn ich es richtig verstehe, ist das Quatsch, weil eine Unterstellung hat nicht ihren Ursprung in demjenigen, der das unterstellt. Das ist Quatsch. Man kann doch nicht nur Sachen kritisieren, die man selber schlecht macht oder falsch oder irgendwie so. Ja, Mann, wie gesagt, nicht böse gemeint. Klar, Mann, wir sind alle Kumpels. Falls eine Antwort folgt, sind wir gespannt. Jose. Da war noch einer, der Spam gemeldet.
Geno, ja, nee, die haben das doppelt gepostet, glaube ich. Okay. Ja, Geno, ja, genau. Geno-Elche auf jeden Fall wieder am Start. Komm, Robert, Alter, erzähl mal was, Alter. Was? Erzähl mal hier, komm. Erzähl mal, was der Geno-Elche gesagt hat vor zwei Tagen. Erzähl mal einfach mal, ich fühle, was für ein Charakter ist. Zum Beispiel, wer der Clown oder so ist und geht dabei mal schön ins Detail. Ja, ich bin der Nigger. Ja. Aber ich finde, also um was zu dem Thema zu sagen, ich finde solche... Wir haben nichts gegen Schwarze, um das ganz schnell richtig zu stellen, ich aber... Schon. Nein, ja, also. Prinz Jackson, ich finde ich geil, Alter. Aber das, nee, Ding ist, das Ding ist, dass er der dunkelste von uns ist und jedes Mal, wenn wir einen Schwarzen brauchen, muss er halt herhalten. Der was Chocolate noch nicht Rain, so der Chocolate Rain hat es ja leider nicht in das Meme-Video geschafft. Ja, das schafft es ja. Das nächste Mal. Ja. Auf jeden Fall. Ich finde solche Einkategorisierungen immer nicht so cool, weil diese Einkategorisierungen nicht cool sind. Ah, ich finde das nicht cool, wenn er sagt, der in der Crew macht das, der in der Crew ist dafür gut und so und der macht das, das finde ich einfach. Aber ein bisschen hat ja jeder seine Rolle. Ich bin die, die immer meckert, also, was man nicht ja, macht. Eben, genau das finde ich halt nicht cool, Alter. Aber so ist du ja bist nicht cool. Ich bin nicht cool. Du ich bin die, cool. Die dann immer schimpft und sagt, das nee, einkategorisieren ist nicht cool. Schubladendenken. Ja, das ja. Ist natürlich, das ist so ein Aroma und so. Ja, wir haben also trotzdem ist es ja. Also, was Kalle das letzte Mal angedacht hat, wir machen vielleicht mal auf dem zweiten Kanal, also auf dem. Demnächst vielleicht mal ein Video, wo wir über uns selber sprechen, ohne das Beisein des anderen und das halt irgendwie so vorstellen in einer kreativen Form. Mal schauen. Also, da kann man dann sowas. Also, dann verweise ich dich mal auf dieses Video. Ja. Wenn es denn dann drauf ist, aber. Ja, und Genuelt hat die Frage nochmal auf Englisch gestellt, alles klar, hast du jemand so am Schlüssel? Jo, ich hoffe hart auf einen neuen geilen Ask-Vlog. Kommt bestimmt mal wieder. Ja, sweet. Das ist aber kein Vlog, das ist, wisst schon, Akku fast leer ist das. Das ist Akku fast leer. Orange, just do it. Guter Mann. Sieht irgendwas genauso wie ich auf jeden Fall. Ach so, ja, mit Technical Diffy, der Typ auf jeden Fall ist hart asozial, aber nach gewissen Eingewöhnungszeit, genau. Genau das mit den Vorurteilen und Fall, absolut. Hat jetzt keiner verstanden, was du da eigentlich meinst. Falls jetzt wirklich einer nur zuhören sollte, aber der das nicht. Der Kommentar ist eingeblendet und so und ist auf jeden Fall absolut genauso. Und das neue Kellner-Video wäre echt geil. Ja. Ich habe auch echt Spaß. Das fand ich so öde, das Kellner-Video. Ja, du hast so keine Ahnung. Und ich hab schon bei dem Video-Review habe ich schon gesagt, ich fand das Kellner-Video eines der lustigsten, die wir überhaupt haben. Ich finde es eigentlich sehr langweilig. Ich finde es nur scheiße, weil die Soundqualität genau. Ist. Sonst ist es richtig geil. Aber das Prinzip, das Konzept an sich ist geil halt so. Wetterbrunnen ist scheiße. Yo, the randomizer. Ja, stimmt. The randomizer. Nee. Ja, aber der war schon in Ask drin. Einmal O, Alter. Einmal O. Zum Thema Christen. Oh. Was sagt ihr dazu, dass in Deutschland alle Staatsbürger christliche Feiertage mitfeiern müssen, dürfen? Zum Beispiel Karfreitag. Klammern Tanzverbot oder Weihnachten feiert ihr auch was jeder. Naja, das mit dem Tanzverbot ist ja nur in gewissen Bundesländern. Sollen doch froh sein, dass sie frei haben. Also ist da eigentlich was Gutes. Ja, es ist halt einmal konzentriert, kontrolliert das. Also Kalle hat eh nur was gegen Moslems. Mit der Bombe. Ja, nee, als wir nämlich in London waren auf Kursfahrt, hieß unsere Familie Ahmed und da stand, ich weiß nicht, was die Initialen waren, es war die Busnummer auf jeden Fall. Ja, Abholstelle oder so. Und Kalle meinte so gleich, scheiße, die haben 11 Kinder, weil da halt 11 stand, aber es war Busstop oder Busstop 11 oder so, keine Ahnung. Und Kalle dachte, die haben 11 Kinder und dann müssen wir jeden Morgen den Teppich ausrollen und Richtung Mekka beten und so. Und er war halt wirklich halt übelst... Nee, aber jetzt ich war jetzt drauf, Alter, hat wirklich ernst gemeint. Ja, jetzt für die, ich wollte gerade sagen, mit dem ernst gemeint, jetzt für die Menschen, die das vielleicht nicht ganz raffen, ja, merkt ja schon, wenn ich sowas sage, wir müssen den Teppich nach Mekka ausrollen. Das ist nicht ganz ernst gemeint, wenn ich sowas sage, ne, Alter. Nee. Aber lustig war es auch. Also so richtig panisch kam es drüber, das war richtig geil. Ja, die Befürchtung ist ja klar, wenn man mit 13 Leuten im Haus wohnen muss, das ist schon nicht angenehm, aber. Auf jeden Fall, die waren übelst cool, die Leute. Die waren richtig geil drauf. Und die hatten nicht ein Kind. Nicht ein. Die waren richtig geil. Nach London, ja. Auf jeden Fall, was Anna gesagt hat, ich finde es auf jeden Fall gut, dass wir frei haben, ganz klar. Ja. Und wenn du am Karfreitag, Tanzverbot habe ich auch noch nie gehört. Na, da ist ich glaube Bremen oder so haben wir. Also wenn ich Bock, Alter, lass mal bis an die Grenzen gehen zum Karfreitag tanzen ja, gehen. Ja, nee, was meine ich? Wenn du Bock hast, am Karfreitag tanzen zu gehen, dann geh tanzen. Das ist das Lächerlichste, was ich hier gehört habe, Alter. Nein, hallo, was bin ich dumm? So, nein, es ging ja nicht darum, ja. Das hat er ja nur hingeschrieben, so der dieses Gesetz erlassen hat, der ist total behindert, Alter. Das meine ich, Mann. Wer Jesus? Ja, Mann. Der hat jeden Fall gesagt, an meinem Tod darf kein tanzen. Dafür hat er das Abitur gemacht, gell? Hallo. Jesus hat das Gesetz geschrieben, das Deutsche. Na, das. Hallo. Das ist christlich. Ja, du bist ganz schlau.
Ja, Prince das Pete. Kam von Prince Pete das war ein Witz. Das war lustig. Ja, total. Weiter. Prince Pete könnt ihr vorlesen hier. Los, LOL! Alles der alles Beste! Alles der Beste! Ja, auf jeden Fall. LOL! Der hat ein schönes Block-T-Shirt. Das ist auch ein Nippel, Alter. Oh, Scheiße. Ja, aber jetzt komm, jetzt mal den Nippel her. Während Barry Schulte sagt und du den Nippel rausholst, habt ihr euch manchmal gedacht, nee, das geht mir persönlich zu weit? Oder sowas wie, ich habe auch meine Grenzen bei ganz bestimmten Sachen. Also haben wir ja schon mal gesagt, mit diesem muslimischen Glauben oder so, also diese Klischees da in einem Video zu verwursten. Ich persönlich sag sowas wie, einfach nackt durch die Straße rennen, würde ich prinzipiell auch machen, habe ich nicht so das Problem mit. Ich finde es aber einfach viel zu stumpf und es ja, ist auch schon viel zu oft gemacht. Dein Gemächt ist einfach viel zu groß. Und das soll ihm voll beim Laufen hindern. Ja, das ist drüber stolpern. Braucht immer so eine eng anliegende Buchse. Ja. Nee, aber das ist einfach stumpf. Und ich habe es so oft gemacht, das muss man nicht nochmal machen. Phantom Zero. Der ist auch öfter mal im Stand, ne? Ja. Na, der kommentiert der jedes Video von Mr. Hufford. Das ist der geilste. Also ich weiß, dass ihr mal bei einem Fantreffen dabei wart, geschätzt 20 Leute und ein Lehrer, die damals noch nicht wussten, dass sie Fans von euch sind. An der Stelle kann ich gleich mal bestätigen, dass Munster ein schöner Land ist, keine Ahnung allerdings, wie es schmeckt. Also ich glaube, ein Fantreffen war das nicht. Du warst einfach mit deiner Klasse in Weimar und kennst uns dadurch, was ziemlich cool wäre. Das wäre auf jeden Fall richtig geil. Ja, also... Keine Ahnung, vielleicht haben wir mit deinem Lehrer was gemacht, kannst ja mal reinschreiben. Aber ich finde dich cool, weil du kommentierst. Ja, wir wollen mehr über dich erfahren, Phantom Zero. Ja. Du hast Nostra Forts Nummer 1. Du hast dich interessant gemacht. Ja. Ich bin auch ganz gehypt. Halt auch sehr überzeugend. Nein, es geht halt wirklich, dass jeden Scheiß kommentiert, auch sogar meinen Scheiß kommentiert, ja? Weißt du? Und mein Scheiß ist echt scheiße. Also Enthusiasmus pur. Alkohol ist ST, ne? Und so. Ja, nee, ich habe noch eine Karte, alles cool. Alles klar. Den englischen Part schaffen wir wahrscheinlich nicht mehr. So irgendwie, morgen. Ah, hier sind wir jetzt hier bei Maggie so öfter dabei sein. Macht sie auch irgendwann mal richtig mit. Finde ich persönlich sehr cool. Also, ja, letztes Mal, wir halt Bock haben. Ne? Also, ich finde dieses Format an sich cool, weil wir halt Leute wie Robert reinholen können, die dann mit ihrer geballten Kompetenz und Niveausteigerung hier aufwarten können. Also, ich durfte mit Maggie ja auch schon mal filmen als Hintergrundtänzerin. Hintergrundtänzerin. Mach das Video ein. Ja, das kannst du machen mit Tänzerin. Sie ist eine ziemlich coole Tänzerin. Sie ist eine richtige Hardcore-Bitch, genau. Also, wenn sie mal Bock hat, uns ein Video zu machen, klar, kann man sie noch nicht. Blende wirklich sein Video ein, wir haben so gut getanzt. Ja. Im Bikini laufen sie alle an mir vorbei und keiner schaut zu mir zurück. Würde alles zerschlagen, ruft doch die Polizei. Wieso haben andere eine Freundin und damit Glück? Ja man, also, cool. Hat Kalle auch eine Freundin oder muss er allein Basketball spielen? Ah. Eine Freundin, Kalle, jetzt wird's spannend, nein, ne? Nein, hab ich nicht. Ich hab nur Bekanntschaften. Oh, ach, meiner. Kalle. Meiner ist es. Ja, aber an der Stelle schreibt mal alle in die Kommentare, dass Kalle endlich mal sein Fahrrad von seiner Freundin holen soll. Von meiner Ex-Freundin. Ja, seiner Ex-Freundin. Wie lange steht das jetzt da? Das wird natürlich gepiept, Alter. Ja, wenn man halt Beziehungen hat, dann lässt man halt manche Sachen da. Nichts gegen die Person. Seine Würde. Nichts gegen die Person. Die ist ganz cool. Es geht nur um Kalle, dass er mal in die Potten. Weil Kalle ist ein Spaß. Ja. Auf jeden Fall. Lothar's Hans, wieso lest ihr die Kommentare nicht einfach von einem Laptop vor? Wäre schon einfacher. Au! Feedback. Da kam der Joker nochmal durch. Upgrade, Alter. Das haben wir nur dir zu verdanken. Wir sind nicht allein auf die Idee. Ohne Scheiß. Nur wegen dir haben wir heute einen Laptop am Start. Lothar's Hans. Das sind jetzt hier die Chemnitz oder so, gell? Achso, immer hier. Robin kauft dir ein ordentliches Handy. Ich war ja die ganze Zeit wie Kalle rumflucht. Das ist doch wie Alexi und so, Alter. Alexi und Rico, Alter. Ah, Alexi ist cool. Ich mag die beiden sehr. Ich finde die echt cool. Ich bin ein bisschen verliebt. Ihr seid asozial. Das mag ich. Team, ich auch. Team Kackhut. Wirklich sehr witzig. Welcher war denn der mit den komischen langen Haaren zum Beinen? Alexi, gell? Ja. Den hab ich gewettet mit zu deinem Geburtstag mit so einer komischen Plastikhandding habe ich ins Gesicht gehauen. Er fand das sogar witzig, obwohl er geschlafen hat. Als Vegetarier fehlen einem gar keine Stoffe in der Nahrung, ist anders als vegan. Jo, Vegetarier sein ist geil, kann Robin bestätigen. Letztes Entertainment am Schluss und ja, ich habe das Video bis dahin gesehen. Hab ich auch nicht so erwartet von dir, Digga. Digger ist ein lustiges Wort. Nicht Crowd. Da gibt es ja auch eine lustige Anekdote. Crowdbabies! Was? Na, wo geht's denn zum Nigger? Crowdbabies. So also ich weiß nicht. Erzähl's mal, es war ja, lustig. Also die Mehrheit versteht das nicht, wenn man das so raushaut. Aber wir haben halt einfach auf der Rückfahrt von Paris haben wir so einen älteren Herrn, der nicht so richtig Deutsch spricht. Nein, das ist viel weiter, die Geschichte ist viel länger. Ja, aber die können wir irgendwann anders machen. Ja, also kein Akku mehr, Alter.
Gut, nee, ich auf jeden Fall habe ich einfach den Mann gefragt, wo es zum nächsten Nigger geht. Erzählt es dann komplett. Das ist nein, Alter, er hat ihn gefragt, wo es zum nächsten Nigger geht. Und der Mann hat das halt irgendwie nicht richtig verstanden. Man hat ihn ganz normal geredet und das ist lustig. Wir haben nichts gegen Schwarze. Ich habe einen guten Freund, der so. Das ist lustig, wenn man zu jemandem hingeht. Der ist leicht Schokokrossi. Der ist genau Schokokrossi wie Herodes. Wo geht's zum nächsten Nigger? Hab ich schon. Wo geht's zum nächsten Nigger? Das ist wie dieses. Das ist halt geil, ne? Ja, wie dieses GoPro-Video. Ich habe. Nee, was hab ich gesagt? Ich habe einen kurzen Penis. Spät ist es. Ich habe einen kleinen Penis. Könntest du sagen, wie spät ist es? Ja. Crowd Babies, man sieht euch nur im Dönermampfen. Ja, wie gesagt, haben wir schon davor gegessen heute. Toby Dub, ich finde, ihr solltet mal eine Serie starten, wo ihr, wie in den Ass-Episoden mit dem Dildo in der Hand, Leute zu gesellschaftspolitischen Themen interviewt. Was denkst du denn über den Nahostkonflikt? Das machen der wir. Ist mir scheißegal. Sehr gut. Das machen wir tatsächlich aber so, wenn wir Langeweile haben. Also das ist zum Beispiel was wir ohne Kamera machen. So unterwegs, wenn wir den gerade in der Hand haben, machen wir sowas. In Paris haben wir es einmal kurz gefilmt, wo ich Robin diesen geilen Satz beigebracht hat. Es gibt Wukelexonier, der kann nach wie Wort. Ja, dann ist er zu irgendwelchen Weibern hingerannt, Alter. Ja, was? Robert? Ja. Zillo, Alter, das kannst du mal vorlesen, Alter. Das ja lesen. Rein geh Hitler, das ist ein schönes Wort. ja, also. Ich meine, ja, mach's gut, gell, rein geh Hitler oder so. Ja, es läuft. Ich meine, das versteht auch Robins Mom. Ja. Ja, ja. Zu meiner Mom sag ich das eigentlich im Grund. Oder gut, gell? No. Boah! Das ist eine sehr schöne Verabschiedung, immer wieder. Ich glaube, jetzt sagen wir wirklich so, einfach. German Game Testing. German Game Testing. Warum seid ihr so geil? Ich hab Brüste. Sie hat Brüste, ich hab einen Penis und die anderen auch. Sehr geil. Ja. LOL 989728212. Leute, schaut euch mal dieses Video an. Der Google-Sprecher vernichtet bla 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 bla. Jo. Können wir gerade nicht machen. Und die letzte Frage von Mystery44276. Noch kurz eine kleine Frage. Schaut ihr lieber Animes oder reale Filme? Reale, bitte. Reale. Also Animes gucke ich lieber Serien und wenn es um Filme geht, dann lieber reale. Ich will jetzt nicht sagen, aber Crick42 hat vor 42. Oh, so ein Zufall, hat vor 42 Minuten den kommentiert. Das war knapp. Gerade das Joker-Video gesehen und finde, das ist bei eins eurer besten. Das hört man ganz oft. Das bei jedem Video steht eigentlich bei uns permanent drunter, das ist das beste Video. Obwohl das echt schwer ist, man kann nicht sich jedes Mal übertreffen. Ja. Deswegen also. Wenn sogar nicht das Beste, großes Lob an Kalle, kann man überzeugen. Ich weiß nicht, ob es daran blablabla. Riesen Joker-Fan, ich auch. Oder ob es einfach Video gut war. Kommt bei den Favoriten. Kommt da noch mehr Joker-Videos. Vielleicht nur ein zweiter Teil. Ja, aber nur weil du so lieb gefragt hast. Ja, aber nur ein, zwei Ideen und ja, Kalle macht das, glaube ich, auch ganz gerne. Jo, ich renne echt gerne als Joker rum, Alter. Und steht ihm auch und passt auf jeden Fall, die Lache ist geil. Ich feiere das auf jeden Fall, ich habe es vorhin auch erst gesehen bei Robin. So. Robert macht das Schlusswort jetzt, Alter. Ich mache das Schlusswort. Also erstmal den englischen Part schaffen wir nicht mehr und Robert, wir machen jetzt Verabschiedung. Tschüss, Penis. Penis. Und alles, was der Affe jetzt noch schafft. Also, Robert, ich freue mich, hier zu sein. Ich fand es richtig geil und ich fand's geil, dass Bayern gestern gewonnen hat. Hallo! Hey Robert, erzähl doch mal einen Schwank, solange der Akku mitmacht aus der Schulzeit. Schwank. Oder so. Ein Schwank? Ein Schwank aus unserer Jugend. Schwanker. Oh, scheiße, da gibt's zu viel. Gib mir ein Wort. Was auch was zum Beispiel sehr viel Spaß macht, ist im Unterricht Bloody Knuckles spielen. Das kennt ihr vielleicht. Ja, mit so einer Mütze vor die Knöchel schnipsen, gegenseitig, bis man blutet. Und vor allem, wenn dann der ganze Tisch blutbesprenkelt ist. Sehr geil. Man 2 Stunden in der Cafeteria sitzt und lauthals lacht. Auch sehr geil. Also, da fallen mir so viele Storys ein. Erstmal, ja, Max und Robert haben im Unterricht Pornos geguckt im Chemieunterricht. Was? Nein, gut, ich glaube nicht. Klar auf dem Handy. Lass mal die Kalle durch. Pornos geguckt, ne? Oh, geil. Und Chemieunterricht. Und deine Bio-LK oder Klassenarbeit, was das war. Er hat komplett gespickt und sein Buch unter den Tisch gehabt. Die Lehrerin hat es gesehen, hat ihm das Buch weggenommen und hat gesagt: Schreib einfach weiter. Wird eh eine 6. Zu Recht. Ja. Ich meine, Klassenarbeit, Abitur geschafft, Chemie 0 Punkte. Hatte ich Gott sei Dank nicht im Abi, aber also halt so davor in den ganzen immer so nur 6. Aber auch sehr geil war natürlich Physik, Experiment. Robin und ich waren eigentlich die ganze Zeit darauf bedacht, in Physik irgendwann mal auf Experimente hinauszukommen. Und ja, ja, wir haben wirklich immer nur geschlafen und Mr. Frank Thorsten P. fing dann nur an, Experimente, und auf einmal waren der Robin nicht hellwach und wir standen schon vor seinem Lehrertisch und haben uns sofort natürlich das Billigste rausgesucht. Das und dann, ey, hast du ja schön 15 Punkte kassiert. Das Ding ist, dass ich wegen Physik einmal hocken geblieben bin, hat da 0 Punkte,
war im Grundkurs und dann beim Wiederholen war ich im Leistungskurs. Ja, das war bei uns auch sehr geil. Wenn ich da rein Schulsystem mal gewechselt hat. Und wäre fast nicht zum Abi zugelassen, einfach nur wegen Physik. Und dann in der letzten Woche haben wir noch ein Experiment gemacht. Mechanik, sehr schwer. Ja, 15 Punkte reingehauen, nur Punkte. Abgeschrieben. Ja. Zum Abitur zugelassen und die Scheiße gerockt. Ja, das war auf jeden Fall richtig geil. Also. Physik ist scheiße. Definitiv. Ja, schreibe ich nicht. Aber du magst Physik. Mag ich nicht, Mabi. Gut. So. Spasten. Also, war's für heute. Langsam, ja. Dann machen wir den englischen Teil. Scheiß drauf. Ich sage nochmal alle Tschüss, wir wollen überwinden. Tschüss. Schwul. Let's start this shit. Hello and welcome to the English section of our Nostera feedback. Here with Anna, me, Robert, and Robert. Yeah, he was in a few videos. I don't know how many. Two. I can show you an example now. And here we go again. Yeah, so the first question or statement or comment, whatever. Mr. Tuesday, 1990. I'm just retarded, that's a problem. You are a teddy. A tatty. A potato. We are from Germany, we are some Austrians. We all know potatoes. Yeah, he's got one of those lion symbols in his profile, so maybe he's from England or something. Yeah, yeah, you are a tea drinker, but yeah. You're always drinking tea. Island monkeys, whatever. The three of us were in England on a class trip. Yeah, in London. And in London and Hastings. Hastings. Yeah, it was great fun. You're pretty cool. Your houses just do your job, yeah. Yeah, your houses are pretty small. Yeah, that's it. Yeah. Yeah, so Funky Shitter. He's a German guy, but he supports the English subscribers. Yeah, he said Roman Atwood is great. And yeah. Dennis Rohde also channeled with a couple of pretty cool videos. Yeah, and stuff, yeah. So yeah, there are a lot of good praises on YouTube. Hoye! Yeah. That's how it goes. There are many pranksters, but there are many pranksters who do the same shit. And I don't say shit because it's shit. It's just... Yeah, it's always the same. And I don't like those videos where they do one prank and then 20 times. Yeah. Yeah, so Freaky Me with the Joker profile picture again. Have you guys ever been invited to any event that's outside your country? Not yet, but it would be cool. Yeah. But you have to pay our flight. Yeah. Because we don't have that much money. Ex-Skylar the Wolf, why is the English part is always so short? Because you're not writing enough statements or comments or whatever. Yeah. Depends on how much comments there are. And yeah, now we're a little bit tired, that's why it may be not that awesome or not that we're not talking that much because we're tired. It's late now and we're pretty exhausted because of the German part. Maybe we should start with the English part sometimes. Maybe next time. Intertessellated. Look up infraband, sex noises, library, or any Tom Green in public videos. He's a fucking legend. I know Tom Green, if that's the same. He said actor, right? Yeah, he's kind of cool. I like his movies where he was in, but I've never heard something of infrabrand sex noises stuff. Shit. Crap. It's real. Mozaps. I couldn't figure out why are the two behind you in this video for decoration. At least let them talk a little bit. So this time Anna is here for decoration because she is pretty exhausted too and she wants to play Fallout New Vegas.
instead of talking to you guys. Yeah. I think the other two guys, Maggie and Herodes, are a bit shy when it comes to talking in English, and yeah, some questions. maybe some questions we're better to answer them because Maggie is not really a part of our group. She was just a special guest, and that's why she may have talked a little less. And Aurel 1 got a good question. Go for it, nigga. How old were you when you began pranking, and when did you decide to have a dedicated channel? Well, this question goes to Roman, I guess. Because when did we decide? We didn't decide. What the fuck does the camera do? We didn't decide to have a prank channel. It just began. Yeah. I started this channel, Borderline Nosterafu, and I loaded up the car surfing video. Is that a naked? Oh yeah. Naked grannies. Very nice. No, don't do it. Don't. Please don't. Yeah, naked grannies are just gorgeous. Yeah, so I started this channel to load up my Skate 2 and to load up my Skate 2 and Skate 3 videos, gameplay compilations, and then someday we started to do the retirement home prank and the ninja prank, and it slowly turned into what it is today. So we didn't have a master plan to do such a channel. We were the master race. We were the master race from Germany, of course. Because of that, our channel name is so long and not really catchy. Borderline Nosterafu. Immortalis, EL. You should call every feedback video playing with dildos. And some talking, yeah. That's it. In fact, that's it. We're not doing more. Well, where is it? Dildo? Where's Excalibur? Sorry, Anna. I'm so sorry. Yeah. We changed places from from making German part. We've funky, done the German part at Funky Shudder. At Herodes. But now we are at Robins. Funky Shudder. Yeah. He's commanding a lot. Oh. What happens? Do you guys have any other passions apart from the obvious ones? At Robin, did you ever try to drink alcohol or take any drugs? It just looks like you did. I was forced by my grandma. Yeah, so do you have, when I was 12. Do you have any other passions? Yeah, skateboarding. Yeah, or what do you think? Apart the obvious ones. My girlfriend. obviously. And yeah, I don't know. Maybe parkour shit. Just for fun, not really. I'm not doing parkour, but it's fun to do. Yeah. What I wanted to say, I was forced by my grandma to drink alcohol when I was 12 years old. Kinda forced. Forced. I was forced. It was wine, and it was the first and pretty much last time I really drank alcohol. I drank. I took one sip of a beer on Kalle's 18th birthday. Birthday. I forced him, yeah. Yeah, he forced me. Yeah, the only times when I drank beer was because I was forced into it. And there was one accident. It was a mixture of vodka and cola, I think. And I drank it because I thought it is only cola. And yeah, then I cracked my board. Just a minute after it. He deserves it. Yeah. Well. Yeah, because so I'm a so-called Spast. Spast. Yeah, so there's another question. I read it already. There's a guy who only learned the word, oh my god, I'm so fucked up. The word Alter, which means dude. So he asks to get to know a new word, and it may be Spast. Spast. Yeah, learn Spast. It's the fucking best word ever. Yeah. I don't know the exact... Like, in Germany will understand you if you say Spast. Yeah. You're a Spast. Yeah. Spast. So I just got a few other passions, like
acting and stuff. Being ugly. Acting. In public. Being ugly. A lot of sports, actually. But I told him first, Mr. Yes, I didn't tell it in English. So I got tennis, judo, football. And he's bad in everything. skateboarding, yeah. He's a multi-talent. Rap music and stuff. Trying to do that on myself. Yeah, making music and stuff. He's very passionate at taking a shit. Yeah, or eating or drinking alcohol. I love drinking alcohol. It's just like making party. That's actually my greatest passion. Yeah. So Yurei 888. Okay, here's the question. What's your favorite movie? Good question. Oh, I got. He's got like favorite a fucking movie. List of fucking. 200 movies. He could Independence tell you. Day. Fuck. Independence Day. Yeah. Really? Yeah. Okay. Yeah. Okay. So just because of this gay guy. He's what's his name? You mean the guy from Jurassic Park? No, no, no. That's Malcolm. I don't know. Not Jeff Goldblum. There's this gay guy in Independence Day, and he always says David. At least in the German lip sync. Yeah. So I will stop because Rory will take a lot of time German for this question. So for me, it's actually Batman: The Dark Knight is a really good movie. Not just because of Heath Ledger, but it's just, you know, it's like, I just remember, like, the acting in this whole movie is just awesome. And, yeah, of course, movies like, just forgot the name. Fight Club. The Dream. There are just so many good movies. I mean, yeah, my favorite yeah. is, like, there's so many favorite movies. And what's the name with The Dreaming? I forgot it. With Leonardo DiCaprio. Inception. Thank you. Yeah. Yeah, so please, Robin. That movie is a bit overrated. I can't figure out a real favorite movie of all time. There are a few ones that I can watch plenty times. But I can say every fucking movie with Jackie Chan in it is just awesome. Even if it's not awesome, it's just awesome because of Jackie Chan. Yeah, she gives us a thumb up. Yeah, and other movies are like Fight Club and The Matrix, and yeah, 500 Days of Summer. I can watch this movie over and over again before it never gets boring. Yeah, well, I got, let's say, 3 or 5. One Night in Paris. Gina Wild 4. No, there's this hilarious Gina Wild porn clip on YouTube where she fails to open a door which is already open, but she plays like it's not open, and was heißt Brechstange? Yeah, bar. Yeah, a metal co-bar. Yeah, a co-bar, absolutely. And there's a co-bar over her door accidentally, and she pulls it down and tries to open the door, and at the end, whoa, it's already open, and it's just so fucking bad. Yeah, I can't describe how bad it is. Yeah, well, so yeah. My favorite movies, Black Hawk Down, I like much. Then Take. Because of. No, but yeah, it's cool. And I like Sweet. Takers, much, a lot. A lot. And yeah, what's. Don't you think Jackie Chan is awesome too? Yeah, he is. Yeah. But yeah, I don't know that much of Jackie Chan. One of my latest favorite movies is The Raid. It's like Ong Bak. Do you know? Yeah, that? Yeah. It's just awesome. 90 minutes of pure action. It's totally stupid, but it's just awesome. Yeah. So Ryan Bendon, whatever. Could please introduce the entire crew, please? See, I asked nicely. Full homo, just for you. And I give it full homo back to you, nigga. Oh, there's another nipple. Yeah, so, we had a similar question in the German. Yeah, box. So we plan to do it on Nostera Fucked somehow. So we'll do that. Some kind of special video where we introduce all of us.
talking about the other ones and stuff like that. And I think Robert wants to show his penis. So Mr. Becker. Oh my god, it's so huge. Mr. Becker. Whoa. Big shit. So yeah. Mr. Becker kid, one. Holy shit, my question was answered. 2 times, sweet. Alright, another question then. How does the public generally speak to you guys off camera? Are they usually cool with it or does it anger them? Good question, by the way. Well, usually we, after the stuff we did, we're walking away if it's not in any connection to the people. You know, if we prank people, like if I go to someone and make that, I would slap him back. Yeah, no, that then we go to them and say, oh, look over there, there's a camera. And then they're, and often, I think in the most cases, they were all cool. So they were all like, oh my god, I have a camera, what the hell? Actually, around in the costume, people are like, oh, let's take a picture, or what the fuck, did you lose a badge or something like that, or, but actually, they're all cool. Yeah. So there are not so many people that are pissed off, but there are people that are pissed off. And the youth in our town, which knows us in general, they're pretty cool with it, but the only thing that's kind of, or can get kind of annoying when they expect you do something crazy, but you just want to chill or just want to go shopping or whatever. Shopping. I mean, we're not, yeah. Shopping video games, of course. yeah, and we don't want to be crazy all the time of the day, and that's why it can get annoying when they expect you to be awesome or funny at the moment. But you or just you want to prank someone. Yeah. Or do something, and then the kids or like whatever or whoever the horse. they always follow us. Yeah, they follow us and they ruin our pranks or shit we want to do. They are just in the way. Yeah, the randomizer too. Hey, I can remember him from Ask episode 1. The randomizer yeah. 2. And he just got a pretty awesome question, in my opinion. What single mindset or realization has improved your life the most? Yeah. Well, I guess there was a similar one in German 2. Yeah. Last time. I think for me it's something like, do whatever you want, but always think about the consequences. That's. And be drunk. And hold my beer, I can do that. Pretty good. Yeah, basically, do whatever you want, it doesn't matter what other people think. I mean, it sounds so dumb because everyone says that, but it's really the way it is. Especially people you will never meet again when you're in another town or stuff like that. There are people you will never see again in your life and it just doesn't matter what they think of you. And people are judging on other people pretty fast, and that's just stupid, you know. They see us doing crazy or dumb stuff, and they think we are dumb, but it's just retarded. Yeah, I mean we are retarded, but not that much in a good way. Yeah, in a good way. Yes. I think the same like Robin, as Robin. I don't give a shit. Slap him hard, bitch. No, please not. Yeah, such a dildo slap hurts really, really bad. I will show you. Not that hard. I will show you. No, it's alright. It's alright. Okay. North Rose music! Don't fuck up the laptop. North Rose music. Since you guys are doing these kinds of videos to answer questions now, doesn't mean you will discontinue the Ask series on your main channel. I like both, but Ask was a lot more interesting because of the short pranks that you guys added. Yeah. No. No. No, we won't stop it because we love this concept. Even if it takes pretty much time to cut it and to record it. And yeah, but we like this concept because it forces us to be creative, and that's pretty cool. Yeah.
And this is just a bonus shit for everyone who's interested in hearing us talking about bullshit. Or just being disgusting. For the slap. Yeah, I deserve it. Hard. Yeah, so Freaky Me 2000 again. I agree with Robin that Remix keep posting his videos. Remy? Oh yeah, I think... Remy Gaillard? I think, yeah. Est-ce que vous collectionnez des canards vivants? Yeah. Yeah. Okay. He's reposting videos. I don't have anything against reposting videos. Because he's not reposting them, he makes compilations. I think that's what you mean. Remy versus Police and his 10-year special. I don't think that's bad. What I think it's bad, I personally, that he starts to be a little bit of a sellout. I can't find a better word because I told it too many times by now. He posted on Twitter, retweet my picture 20,000 times and I will do another video, and I don't like that. Color says, doesn't matter, but for me it does. Especially for the reposting stuff, it's like, if you know it's a repost, just give a fuck. No, just don't click on it. Yeah, just don't click on it, yeah, that's not the problem. I mean, it doesn't matter. So, Cockslock saying, I fucking love you in the story for TV and I love Remy too. Yeah, thanks a lot. Yeah, there was a similar German comment who said we are better than Remy, but I think we do pretty much different stuff. Because we are also combining it with stunts. I mean, Remy would never do Assassin's Creed because he is not that... into video games, yeah. Yeah, but his next video will be Sonic. But Mega, we were planning a Sonic video too, because it's pretty simple to do and funny. But then we searched Mega 64 and they already did it, which I didn't know until now. But yeah, there are many other ideas. Well, I guess he's special, you are special, you are special. We're not we're especially ugly. He's a spast. He's absolutely spast. Yeah, so, where's the question? George Campbell, how old are you? No, we got sack pranks. Hey, I have two questions. Request, that's the guy that which you mentioned. Is there gonna be another real-life Assassin's Creed? Und? You guys are hilariously, but the only German word I've learned from you is Alter. It's maybe because I say that often. Yeah. Yeah, and could you maybe teach me a new German word? Yeah, you got it. It's Spast. Spast. Yeah. Learn it. S-P-A-S-T. Learn it. You can't bust. Spast means like a pretty much retarded person. And you can bind Spast with the word bastard, which means bastard, obviously. And then you can call it Spastard. And that's just awesome. So awesome. Yeah, so George Campbell got a pretty cool profile picture. It's from Chihiro's Pilgrimage to the fucking nice world. I don't know that movie. Yeah, I don't know the English. I like that movie, by the way. I found it pretty cool. How old are all of you? 20. 21. 21 too, but I'm going to be 22 in July. How old are you? 23. By the way, she's 23. By the way, that was our last question. Really? Yeah. Oh. Oh, that's so sad. That's so sad. Hey, write more. Yeah. It's not answered yet because Daniel is fuck. He's 20. Yeah, he's about to turn 21 in June, and Herodes. We need a better name for him, like Rod, because it's Herodes. Herodes. Yeah. Now I have to censor this shit again. he's 18. He just turned 18. And he's, of course, his her brother. Yeah. So, really, that was the last. Write more fucking stuff, man. Say what? Have a longer English part. You have to post more questions. Post more comments. Post into more the comment section. Into the comments. More questions. Do what you like. Yeah. Just do what you like, man. Say what? Say what? Say what? Say what? Say what? Write more fucking stuff, man. Seriously, if you want to have a bigger, longer
penis, then if you want to have a longer penis, then just write more English comments. Yeah, and of course, I added, because on YouTube, if you post a video, you can adjust or put in a standard description, and I added a part where you can immediately click on the playlist of this video series and post your question or feedback or whatever under it, and we'll answer it. Yeah, it's just, oh my god, I'm so tired. It's gonna be under each video in the description, and if you have anything to say to a new video of us or something like that, you can immediately find the link to the playlist in the description, click on it, post your feedback about the new video in there, and we will discuss it. You can say, hey, this new video sucks because of blah 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 blah, or you can say, hey, that was awesome, do more of it, or especially this one scene was awesome, and maybe you have a question, what happened after Kalle was fucked up by the police when he was Joker. He was fucked. Yeah, fucked hard. He dropped the soap in the shower. two times. Okay, I think that was it. Yeah, so, any last words? Spast. Spastagt. Well, I think that's a conclusion. Spast was our favorite word when we were in England, in Hastings, because there's a song about a spast. Robert listened to this song with his headphones, and every time the word came up, he said, spast! And then the rest of the lyrics were, spast! 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 He was lying there in his bed in England and was all like, spast! Spast! Spass! Yeah, and Robert had a master plan when we were in England. Yeah, it's a cool plan. Best ever! Best plan ever. Yeah, the plan was to get on the street, find a police car, force it to knock them to stop the car, and then just open the door, open the face of the policeman, and just punch in it! Open the face! So there we go. Let's play. Let's play. Yeah, so in German we said Schnauze auf, Faust rein, which means face open, fist in it. Yeah. Yeah, and then our SD card was completely full. Sorry for that. See you next time. Okay. Say what? Stop it!